Herzlichen Dank, Herr Müller. Herzlichen Dank, Herr Pötsch. Wie gesagt, wir freuen uns jetzt auf die Fragen. Warten Sie bitte, bis das Mikrofon gereicht wird. Hier vorne fangen wir in der ersten Reihe bitte mit Herrn Krog an. Krog, Hamburg Automobilwoche. Herr Müller, in den USA ist die Dieselproblematik öffentlich aufgekommen und auf diesem wichtigen Markt macht sie Ihnen besonders schwer zu schaffen. Jetzt werden Sie heute noch keine Details Ihrer Strategie 2025 bekannt geben, aber vielleicht mögen Sie zumindest eine große Linie skizzieren in geografischer Hinsicht. Ist damit zu rechnen, dass Sie Mitte kommenden Jahres spätestens dann ein Schwergewicht legen auf Nordamerika? Oder ist eher damit zu rechnen, dass Sie anderen Wachstumsregionen, etwa dem ASEAN-Raum, größeres Gewicht beimessen? Herr Pötsch, eine Anschlussfrage an Sie. Sucht der Aufsichtsrat noch immer einen Nachfolger für Herrn Fahland, der sein Amt als designierter Chef der Region Nordamerika nicht angetreten hat? Wird diese Personalie noch besetzt? Und Frage B. Auf einem der Schaubilder war so nett in einer Fußnote zu lesen, dass Oliver Blume derzeit, ich zitiere, Gast im Konzernvorstand ist. Unernster Teil der Frage, kann man sich als Journalist auch mal als Gast im Konzernvorstand akkreditieren lassen? Und ernsthafter Teil der Frage, wann ist damit zu rechnen, dass Sie Herrn Pötsch offiziell in den Aufsichtsrat berufen, so wie Herr Müller, als er noch Porsche-Chef war, ja Anfang März dieses Jahres auch in den Konzernvorstand gerufen worden ist? Danke. Ja, herzlichen Dank. Interessante Anregung. Herr Müller startet. Bis auf den Versprecher zum Schluss, also den Herrn Pötsch, werden wir nicht mehr in den Konzernvorstand nehmen. Sie meinten Herrn Blume. Ja, aber Sie haben Pötsch gesagt, ist schon okay, ist angekommen. Herr Krog, zum ersten Teil. Ist so. Das war ja lustig. Zum ersten Teil Ihrer Frage. Sie fragten, inwieweit wir dem Thema Amerika regional in Zukunft besondere Bedeutung beimessen. Also Volkswagen ist ein globaler Konzern und Sie sprechen damit ja gewisse Defizite an, die wir bei der Erschließung von bestimmten Märkten zu verzeichnen haben. Das müssen wir ja nun mal anerkennen und Sie haben ja zwei genannt. Ich könnte auch noch AGCC hinzufügen, da sind wir auch nicht gerade besonders erfolgreich. Also wir werden uns natürlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mit all diesen Märkten intensiv auseinandersetzen, also mit der Fragestellung, mit welchen Marken wollen wir auf welchen Märkten erfolgreich sein. Und natürlich spielt Volkswagen in Amerika dort eine herausragende Rolle. Da gilt dann auch Südamerika dafür, das gilt auch für die Regionen, die im Moment in volkswirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten stecken. Südamerika habe ich genannt, das gilt auch für Russland. Und das gilt natürlich auch für Chancenregionen wie den Iran. Und Sie haben ja mit Ihrer Frage nach einer Personalie auch nochmal auf das Thema Amerika abgehoben. Ich bin jetzt einfach mal so vorlaut und beantworte die Frage mit Ja. Selbstverständlich war es für uns unschön, dass Herr Fahland das Amt nicht angetreten hat. Und selbstverständlich suchen wir nach einem adäquaten Kollegen, der dieses Amt so schnell wie möglich dann bekleidet. Dann mache ich mit der Frage zu Herrn Blume weiter. Zunächst mal, glaube ich, ist das auch ein geeigneter Anlass, um zu sagen, dass wir uns alle sehr freuen, dass der Herr Blume seine steile Karriere so fortsetzen konnte, indem er den Vorsitz bei Porsche übernommen hat und dann Sie wissen, das ist es eigentlich eine bewährte Praxis, dass man den einen oder anderen erstmal als Gast in die Vorstandssitzungen holt und dann, wenn der entsprechende auch darauf bezogene Reifegrad erreicht ist, steht nochmal dem nächsten Schritt eigentlich nichts im Wege. Ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Grund, jetzt heute darüber nachzudenken. Wie gesagt, Herr Blume hat eine tolle Karriere hinter sich und viel mehr noch vor sich. Da kann man sich einiges vorstellen. Aber es ist selbstverständlich nicht möglich, dass sich Journalisten für die Vorstandssitzung akkreditieren lassen. Bitte? Ja.
Absolut richtig. Trotzdem. So, wir machen hier vorne gerade weiter. Wir gehen der Reihe nach durch. Ja. Steve Fowler from Auto Express in the UK. Could you tell us and give us some details on what the effect on emissions, economy and performance will be of the software and hardware updates? Will your customers be better or worse off? And we've seen a very generous compensation package being offered to US customers. What sort of compensation package will be offered to customers in other territories? Wie sieht das mit den Kunden in anderen Märkten aus? Was bietet man denen an? Zum ersten Teil Ihrer Frage. Es ist also so, dass wir natürlich Lösungen anbieten, technische Lösungen anbieten, die auf die Leistungsfähigkeit, die Performance unserer Fahrzeuge keinen, allenfalls marginalen, nicht spürbaren Einfluss haben wird. Das Zweite, Sie haben die Maßnahmenpakete angesprochen, mit denen wir unsere Kunden global begegnen. Generell ist zu sagen, dass die Kunden für uns immer im Mittelpunkt stehen und wir haben auch immer im obersten Grundsatz betont, wir kümmern uns um jeden Kunden und deswegen erarbeiten wir auch für alle betroffenen Märkte und Kunden ein Gesamtpaket, um den Nachbesserungsprozess für unsere Kunden so angenehm wie irgend möglich zu gestalten. Zudem werden keinem Kunden für die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen Kosten entstehen. Das haben wir von Anfang an betont und das werden wir auch weiterhin so handhaben. So, wir bleiben noch gerade in der ersten Reihe und machen das systematisch. Felix Frieler von dpa FX. Ich habe eine ganze Menge Fragen, ich beschränke mich jetzt mal auf drei. Die erste Frage an Herrn Pötsch. Sie kennen den Vorstand über lange Jahre, Sie kennen jetzt den Aufsichtsrat. Wenn Sie jetzt zurückschauen, welche Fehler haben aus Ihrer Sicht Vorstand und Aufsichtsrat in der Vergangenheit gemacht, die zu diesem Debakel geführt haben? Die zweite Frage an Herrn Müller. Wie haben sich die Bestellungen entwickelt, also nicht die Auslieferung, sondern die Bestellungen der einzelnen Konzernmarken? Können Sie da konkrete Zahlen nennen? Und die dritte Frage an denjenigen, der sie beantworten möchte. Wann ist bei den Kosten für den gesamten Abgasskandal eine kritische Masse erreicht? Also wann sind die Kosten so hoch, dass man auch Konsequenzen ins Auge fassen muss, wie zum Beispiel den Verkauf von Unternehmensteilen? Wie sehen Ihre Schätzungen da aus? Lassen Sie uns ein bisschen daran teilhaben. Dann startet Herr Pötsch. Also zunächst mal zu der Frage, welche Fehler sind gemacht worden. Ich denke, wir haben rausgearbeitet, dass jedenfalls nach dem heutigen Kenntnisstand wir davon ausgehen können, dass es sich bei den Vorfällen darum handelt, dass eine sehr überschaubare Gruppe hier Fehler begangen hat, unverantwortlich gehandelt hat. Wir haben keine Erkenntnisse über die Involvierung von Aufsichtsrat oder Vorstand vorliegen. Natürlich müssen wir uns die Frage stellen, was können wir tun, um solche Vorfälle auszuschalten. Insofern wird es sicherlich notwendig sein, den Fortgang der Untersuchungen abzuwarten. Wie ich ausgeführt habe, zielt insbesondere die Vorgehensweise der Revision darauf, dass man in besonderer Weise die Prozesse daraufhin prüft, welche Verbesserungen da möglich sind. Ich denke, wir sollten auch darauf bezogen abwarten, bis wirklich belastbare Untersuchungsergebnisse vorliegen. Ihre zweite Frage bezog sich auf den Bestelleingang und ich beziehe mich dabei jetzt in der Beantwortung auf die ersten 11 Monate diesen Jahres und da schaut das Ganze
nach meiner Überlegung recht erfreulich aus. Wenn man den gesamten Konzern betrachtet, dann liegen wir bei den Bestelleingängen 3,5% über Vorjahr und was unser Budget anlangt, sogar 4,2% über Budget. Das heißt letztendlich, dass wir mit der aktuellen Situation recht zufrieden sein können. Und im dritten Teil Ihrer Frage sprachen Sie an den möglichen Verkauf von Activa. Ich betone nochmal, diese Überlegungen stellen wir derzeit nicht an. Wir sind ein Unternehmen mit 12 sehr starken Marken und Assets und wir sind da sehr froh drüber und beschäftigen uns mit einem Verkauf nicht. Wir sehen auch im Moment überhaupt nicht die Notwendigkeit, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ich weiß, dass teilweise was anderes in der Zeitung stand, aber das können wir nicht bestätigen. Wir können natürlich aber auch nicht heute darüber spekulieren und eine Zahl nennen, wie eventuelle Strafzahlungen, in welcher Höhe die gegen uns ausgesprochen werden. Und das müssen wir ganz einfach auf uns zukommen lassen und dann entsprechend reagieren. Aber wie gesagt, wir sind fest überzeugt, dass unsere Liquidität und unsere Leistungsfähigkeit so ist, dass wir über so eine Maßnahme nicht ernsthaft nachdenken müssen. Gut, herzlichen Dank. Wir machen jetzt hier vorne in der ersten Reihe noch gerade weiter und gehen dann. Dominic Tobin from the Sunday Times. Could I ask how you came to understand how the Defeat Device software works? Wie haben Sie denn verstanden, dass diese Abgaseinrichtung funktioniert? Sind Sie durch den Code durchgegangen, Millionen Linien von Code, um zu schauen, wie das funktioniert? Weitere Frage. Reducing that discrepancy you mentioned between wie wird Volkswagen diese Diskrepanz reduzieren in the real world zwischen den Emissionen und dem Realverbrauch und diesen Testwerten? Ja, Sie sprechen ein kompliziertes Thema an. Letztendlich sind wir natürlich nicht ich, sondern die Experten, in diese Anwendungssoftware eingestiegen und haben sämtliche Funktionen analysiert, die über letztendlich einen Zeitraum von 10 Jahren in diesen Motorsteuerungsprogrammen abgebildet waren. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, der weit fortgeschritten ist, aber noch nicht endgültig abgeschlossen ist, weil Sie haben selber gesagt, das sind Millionen von Programmierzeilen, die dort zu überprüfen sind. Und was die Differenzen anlangt, die wir festzustellen und zu akzeptieren haben, so hatte ich, glaube ich, angemerkt, dass wir es ja mit unterschiedlichen Motorvarianten zu tun haben, 1,2 Liter, 1,6 Liter, 2 Liter Motoren, in unterschiedlichen Generationen über insgesamt 10 Jahre, in unterschiedlichen Ausprägungen bezogen auf Europa und USA und dass wir demzufolge eben auch unterschiedliche Lösungen anzubieten haben. Es gibt Modellvarianten, Antriebsvarianten, wo das mit einem Software-Update möglich ist und es gibt andere, wo ein Software-Update ergänzend um Hardware-Maßnahmen, ich habe eine Maßnahme genannt, bei dem 6-Zylinder-TDI wird das der Austausch vom CAD sein. Also es sind teilweise Maßnahmen in überschaubarem Umfang. Wenn es an die Hardware geht, ist es natürlich aufwendiger. Aber alle diese Maßnahmen werden, wie gesagt, derzeit mit den amerikanischen Behörden verabredet. Und was Europa anlangt, stehen diese Maßnahmen fest und werden jetzt zeitnah in eine Umrüstaktion übergeführt. So, wir sind jetzt in der zweiten Reihe. Jürgen Gehmann, Norddeutscher Rundfunk. Eine Frage zu Herrn Zanz. Sie haben gesagt, Sie haben ihn mit der Aufklärung der Dieselthematik befasst. Da würde mich interessieren, warum Herr Zanz und war diese Personalie eventuell ein Wunsch der Mehrheitsaktionärsfamilien? Und die zweite Frage
zu den Arbeitsplätzen. Was können Sie uns da sagen in Bezug auf die Perspektive für 2016? Einerseits Leiharbeitnehmer, andererseits aber auch Stammbelegschaft. Danke. Zu Ihrer ersten Frage, da hole ich jetzt ein bisschen aus. Wir waren natürlich um den 20. September herum auch konsterniert und überrascht von der gesamten Problematik und mussten sehr schnell eine entsprechende Taskforce einrichten, die sich mit dem Management dieser Krise auseinandersetzt. Das haben wir getan unter der Führung von unserem Chefrechtsanwalt, Herrn Ganninger. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass diese Mannschaft, die nun wirklich Tag und Nacht gearbeitet hat, einen ganz hervorragenden Job gemacht hat. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir, ja, ich sage es mal so ein bisschen salopp, Licht am Ende des Tunnels sehen und glauben, dass wir dieses Vorhaben und die Abarbeitung der Thematik in eine professionelle zweite Phase überführen müssen. Und das setzt eben voraus, dass sich einer meiner Vorstandskollegen mit Priorität 1 dieses Themas widmet. Ich selbst, ich glaube, das konnten Sie meinen Ausführungen entnehmen, bin sehr stark mit der Neuausrichtung des Konzerns beschäftigt. Und so dass wir im Konzernvorstand darüber gesprochen haben, wer am besten für so eine Thematik geeignet ist und das nötige Durchsetzungsvermögen und die Erfahrung vor allem mitbringt, um mit so einem komplizierten Projekt umzugehen. Und so haben wir uns auf Herrn Garcia verständigt. Es geht ja auch einher damit eine weitere personelle Maßnahme, die wir beide nicht genannt haben, aber die Sie, glaube ich, gestern der Presse entnommen haben. Herr Garcia gibt seine Verantwortung für die Beschaffung in der Marke Volkswagen an Herrn Brandstätter ab und schafft somit Kapazität, sodass er sich dieses Projektes widmen kann. Die zweite Frage bezog sich auf die Arbeitsplätze in 2016. Ich kann nur wiederholen, es ist eine wichtige Zielsetzung im Volkswagen-Konzern, für stabile Arbeitsplätze zu sorgen. Das gilt auch in der heutigen Zeit. Leiharbeitsplätze dienen der Flexibilität, das war auch schon immer so. Und wenn sich Veränderungen am Produktionsprogramm ergeben, dann kann das zwangsläufig auch Auswirkungen auf die Anzahl der Leiharbeitsplätze zur Folge haben. So, dann sind wir jetzt. Ich kann wiederholen, wir haben uns im Konzernvorstand jeden Dienstag mit dieser Problematik der Krisenbewältigung und wie wir das nach vorne managen, unterhalten. Und es ist ein einstimmiger Beschluss des Konzernvorstandes. So, wir sind jetzt in der dritten Reihe zunächst bei Herrn Doll, Herrn Fromm, Herr Murphy. Doll, die Welt. Eine Frage an Herrn Pötsch. Herr Pötsch, Sie hatten von einer Kultur des Akzeptierens von Fehlverhalten gesprochen. Sie haben uns außerdem gesagt, dass es zum Beispiel in wichtigen Bereichen wie der Motorenentwicklung kein Vier-Augen-Prinzip gab und dass die IT zur Kontrolle solcher Prozesse veraltet ist, was bei einem Konzern, der in vielen Bereichen Benchmark ist, etwas überrascht. Ist man auf die Idee gekommen, dass man sich auch ganz andere Bereiche des VW-Konzerns anschaut, ob in diesen Bereichen nicht auch gegen geltendes Recht und Bestimmungen verstoßen wurde, muss ja nicht nur um Schadstoffthematik gehen, sondern auch um andere Dinge. Die Branche ist ja stark reguliert. Also zunächst mal, die Zitate sind richtig wiedergegeben. Dort in dem Bereich der Motorenentwicklung sind Defizite festgestellt worden im Rahmen der Untersuchung, insbesondere ausgehend von den Revisionsaktivitäten. Es ist überhaupt keine Frage, dass wir die ganze Situation zum Anlass nehmen, um in einer erheblichen Breite zu untersuchen. Das führt nun wiederum auch dazu, dass
dort beispielsweise eben erhebliches Datenvolumen aufläuft und die Sache sehr, sehr umfangreich ist, was in Bezug auf die Zeitthematik natürlich jetzt nicht positiv auf das Konto einzahlt. Aber wir wollen jetzt nicht nur jetzt punktuell untersuchen, sondern wollen wirklich in der Breite uns das anschauen. Das nochmal in eine realistische Betrachtung zu bringen. Wir müssen natürlich, weil die Kapazitäten, um solche Untersuchungen durchzuführen, auch nicht endlos sind, da einen Zeitplan aufsetzen, in dem wir Schritt für Schritt relevante Bereiche untersuchen werden. Das wird also natürlich dann weit in die Jahre 16 und 17 hinein reichen, um nur mal eine Zahl zu sagen. Sie können sich vorstellen, dass im Bereich der Revisionstätigkeit mehr als 1.000 Prüfungen mittlerweile geplant sind für das Jahr 2016. Dankeschön. Dann gehen wir mit dem Mikrofon nochmal zurück zu Herrn Fromm. Ja, Fromm, Süddeutsche Zeitung. Herr Müller, Sie waren in diesen Tagen bei einem Ihrer Großaktionäre in Katar. Da gab es ein bisschen Begleitmusik zu diesem Besuch, dass der Aktionär nicht ganz so glücklich sei mit der Art und Weise, wie VW strukturiert ist. Da ging es auch wohl offensichtlich um das Thema Mitbestimmung. Können Sie uns so ein bisschen erzählen, ob das stimmt? Hat man da wirklich Probleme mit der Konzernkultur und worum ging es da in Katar? Zweite Frage an Herrn Pötsch. Sie bekommen einen neuen Vorstand, die erste Frau im Konzern im Januar. Der Name ist vorhin auch schon gefallen. Was sind so Ihre Erwartungen an Frau Hohmann-Dennhardt? Was soll sie leisten? Was erwarten Sie im kommenden Jahr von ihr, insbesondere auf das, was ja auch im kommenden Jahr in den USA zu erwarten ist? Denn es scheint ja so zu sein, dass dort so die größten Fragestellungen lauern, die so auf Sie zukommen. Und noch eine kurze Nachfrage zum Thema Verkäufe, Nichtverkäufe, Herr Müller. Sie haben gerade gesagt, Sie haben 12 Marken, Sie sind glücklich damit, Sie rechnen auch nicht damit, dass Sie Notverkäufe machen müssen. Aber man hatte schon den Eindruck in den vergangenen Wochen, dass es so Teile gibt in diesem 12-Marken-Konzern, die sakrosankter sind als andere. Ist das so oder sind Ihnen alle Kinder gleich lieb? Danke. Herr Fromm, wir kennen uns lange und deswegen darf ich jetzt mal ein bisschen frech sein. Ja? Also ich lese ja jeden Tag in der Früh als Erstes, was Sie schreiben und der Herr Doll schreibt und Ihre Kollegen schreiben, um einmal so zu erfahren, was angeblich alles so in unserem Konzern los ist. Ja? Und ich habe natürlich auch mit großem Interesse gelesen, dass wir nach Katar zitiert worden seien und dort mit beschimpft worden seien und was weiß ich alles. Also es ist, manchmal sind die Dinge halt etwas weit hergeholt. Ich war in Katar, um mich in meiner neuen Funktion den Herren dort vorzustellen und natürlich auch mit denen die aktuelle Situation zu beleuchten, die natürlich auch interessiert, wie gehen wir mit der Krise um. Und was gedenken wir für die Zukunft zu tun? Ich kann Ihnen nur sagen, dass diese Gespräche mit den Kataris in großem Einvernehmen und mit großer Zuversicht stattgefunden haben und dass wir der Meinung sind, dass wir in Zukunft unsere Zusammenarbeit eher intensivieren, als dass wir sie auch nur im Ansatz in Frage stellen. Und jetzt zu Ihrer dritten Frage, auch das habe ich der Zeitung entnommen, dass Unternehmensanteile sakrosant sein sollen. Da kann ich nur sagen, ich wundere mich und mich würde ja immer mal interessieren, wo Sie diese Informationen her haben. Von mir haben Sie es nicht, aber es ist gut, dass Sie mich fragen, dann kann ich wenigstens darauf antworten. Ja. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir denken keine Sekunde daran, uns von einem dieser wirklich tollen Unternehmen, die ja, sagen wir mal, diesen Konzern, der ja bis zum, sagen wir mal, 20. oder 18. September ein ganz toller war, auch in Ihren Augen, da hat sich nichts geändert. Und der ist deswegen so toll, weil wir eben diese 12 Marken zur Verfügung haben, die alle für sich erfolgreich sind. Und die Summe dessen ist ein erfolgreicher Konzern, der vorübergehend in Schwierigkeiten geraten ist. Aber ich wiederhole mich, wir sind zutiefst überzeugt,
dass wir mit den notwendigen Reformen und personellen Veränderungen die Weichen gestellt haben, in eine bessere Zukunft zu kommen. Zur Frau Dr. Roman-Denhardt. Zunächst mal sind wir sehr froh, dass es möglich war, eine solche Expertin für Recht und Integrität zu gewinnen. Frau Roman-Denhardt wird am 1. Januar beginnen. Und im Grunde genommen ist es auch so ein bisschen Brückenschlag zu dem Thema von vorhin. Wenn wir sagen, wir klären auf, wir schauen uns an, was ist da passiert, warum konnte das passieren, was ist mit dem Verhalten von Mitarbeitern, dann kann man das Thema natürlich auch von der anderen Seite adressieren. Und ich denke, das wird sicher eines der großen Schlüsselthemen von Frau Roman-Denhardt sein, das Thema Integrität in die Breite, in den Konzern hineinzubringen. Sie fängt da beileibe nicht von null an, aber ich denke, nach dem, was wir jetzt erlebt haben, ist es ein sehr guter Aufsatzpunkt für Sie. Zum Zweiten, es ist keine Frage, dass wir mit doch bedeutenden Verfahren in den USA zu rechnen haben. Frau Roman-Denhardt hat dort bei einem anderen Unternehmen wichtige Beiträge geleistet, um das sozusagen in geordnete Bahnen zu leiten. Ich bin überzeugt, dass ihr das auch bei uns gelingen wird, dort den notwendigen Dialog im Zusammenhang oder auf Basis der Kooperation mit den Behörden dort fruchtvoll und zielgerecht da durchzuführen. Dann machen wir bei Frau Wissenbach weiter. Wissenbach von Reuters. Ich hätte noch mal Fragen zu den Rückstellungen, Herr Pötsch, die juristischen Auseinandersetzungen, die bevorstehen. Werden Sie denn dafür im Ablauf da auch konkrete Rückstellungen vornehmen oder wird es ähnlich wie bei der SE sein, wo ja also aus Unschuldsbehauptung das nicht getan wird? Das geht ja hier nicht. Und wann wäre denn damit zu rechnen? Dann wollte ich noch fragen, Herrn Müller. Sie sind bisher nicht in die USA gereist und haben sich da der in der Öffentlichkeit gestellt. Planen Sie das denn zur Messe in Detroit, dass Sie da einen öffentlichkeitswirksamen Kniefall hinlegen werden? Ja, vielleicht nehme ich den Punkt, weil Sie mich angesprochen haben. Also wir haben ja bis dato für juristische Auseinandersetzungen keine Rückstellungen stehen in der Konzernbilanz. Damit Sie sich vorstellen können, wie das läuft, wir haben einen, denke ich, doch sauberen Prozess aufgesetzt, wo die tangierten Bereiche regelmäßig überprüfen, ob wir sozusagen die Voraussetzungen, denn ich kann ja nicht einfach pauschal eine Rückstellung da in die Bilanz stellen, die muss ja auch begründet sein, ob entsprechende Voraussetzungen erfüllt sind. Wir können sagen, zuletzt war das nicht der Fall, deshalb ist er auch nicht zurückgestellt worden, aber ganz ausschließend können wir das natürlich nach vorne schauend nicht, denn man muss schlicht und einfach sagen, wir haben in Amerika ja die Situation, dass dort durch Vertreter des Konzerns eingeräumt worden ist, dass wir uns klar fehlverhalten haben. Damit ist natürlich eine Basis für solche Auseinandersetzungen gelegt, die wir, ich darf es nochmal sagen, fortlaufend bewerten und wo zu erwarten ist, dass dann zu einem zukünftigen Stichtag dann auch in einer Bilanzposition dieser Sachverhalt zu reflektieren ist. Ich denke, es ist zu früh zu sagen, ob das schon im Jahresabschluss der Fall sein wird. Ja, und mich haben Sie gefragt, wie ich das mit einem Besuch in den USA zu handhaben gedenke. Also zunächst haben Sie recht, ich war in meiner
Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender noch nicht wieder in den USA. Es gab im Moment auch noch gar keinen Anlass, denn ich hatte ja ausgeführt, dass zunächst mit CAP und EPA entsprechende technische Lösungen vorzubereiten sind und für diese Gespräche haben wir jeweils die bestmögliche Delegation von Volkswagen und Audi vor Ort gehabt und werden auch nächste Woche wieder entsprechende Gespräche führen. Und wenn die Grundlage dafür gegeben ist, darüber hinaus Gespräche zu führen, und in der Tat glauben wir, dass das in den Tagen nach der Messe in Detroit der Fall sein wird, dann werde ich dort eine Besuchsreise starten. Ob ich dort auf die Knie falle, das glaube ich jetzt nicht. Ich denke, ich werde dort selbstbewusst auftreten. Ich werde mich natürlich auch nochmal für die Dinge entschuldigen, aber ich werde auch optimistisch und selbstbewusst den Blick nach vorne richten, weil ich wiederhole mich, der Fehler ist uns passiert. Wir werden dafür sorgen, dass der Fehler aufgeklärt wird. Wir werden dafür sorgen, dass uns so ein Fehler nicht mehr passiert. Und wir werden eben Volkswagen auch neu ausrichten auf eine erfolgreiche Zukunft, unter anderem eben auch in den USA. So, wir bleiben in der Reihe. Jenny Hill, BBC News, with a question for Herrn Müller. BBC News, Frage an Herrn Müller. Was machen Sie für die europäischen Kunden? Die haben jetzt Angst, dass der Wiederverkaufswert ihres Fahrzeuges gesunken ist. Was machen Sie für diese Kunden? Geben Sie denen irgendeine Entschädigung? Also Sie haben den Wiederverkaufswert unserer Autos angesprochen und wir beschäftigen uns natürlich mit der Fragestellung. Ich hatte, glaube ich, in meiner Rede ausgeführt, dass wir für alle Länder und Regionen ein passendes Paket schnüren und es wird natürlich auch für England so sein. Und natürlich muss das so attraktiv sein, dass es eine, ich nenne es mal Kompensation für einen eventuell reduzierten Wiederverkaufswert darstellt. So, wir springen jetzt mal auf die andere Seite zu Herrn Kort. Kommt gleich zurück. Volker Kort, Autozeitung. Meine Frage richtet sich an Herrn Müller. Herr Müller, haben Sie denn schon unter dem Aspekt möglicher Kosteneinsparungen ein abschließendes Bild, welche Modelle zukünftig noch wirtschaftlich abbildbar sind, gemacht? Jetzt ist ja der Phaeton bekanntermaßen geschoben, gestrichen, was auch immer. Der Roomster kommt nicht, wie man seit einigen Tagen weiß. Wird es weitere Modelle geben, möglicherweise die Zukunft des Beetle oder des Charan zur Disposition stehen? Und eine Frage noch zu einer Marke, wobei ich jetzt nicht frage, ob sie verkauft werden würde, aber passt denn eine Marke Bugatti noch zukünftig in das Leitbild von Volkswagen unter dem Aspekt der Bescheidenheit und auch unter dem Aspekt, dass diese Marke ja bislang doch defizitär war, nach meinen Informationen? Und wenn man eine zukünftige Elektromobilität nach vorne treiben möchte, ist der Bugatti ja da sicher nicht die Speerspitze. Da ist Porsche mit dem 918 Spyder schon deutlich weiter. Danke. Herr Kurt, vielen Dank für die wichtige Frage, die uns in der Tat beschäftigt, wobei die erste uns mehr beschäftigt als die zweite, das gebe ich ganz ehrlich zu. Natürlich müssen wir das Produktprogramm des Volkswagen-Konzerns überprüfen. Es ist nicht damit getan, einzelne Modelle dort rauszugreifen und über die zu befinden, sondern ich glaube, man muss das im Kontext tun, in Bezug auf A, wie entwickelt sich die automobile Welt insgesamt weiter. Antriebskonzepte ist da sicherlich das Stichwort. Die nächste Frage ist, wie positionieren wir die Marken weltweit in den einzelnen Regionen? Und die dritte Frage ist dann tatsächlich, wie muss das zugehörige Produktportfolio zu welchem Zeitpunkt ausschauen? Das ist eine Aufgabe, die ist relativ komplex, wie Sie sich vorstellen können. Und nachdem wir uns jetzt in den letzten 10 Wochen meiner Amtszeit um andere Dinge kümmern mussten, ist das ein kleines bisschen liegen geblieben. Und ich habe Ihnen ja auch erzählt, dass die Mannschaft jetzt erst an Bord geholt werden musste. Die sind jetzt da, die Leute. Die werden sich jetzt im ersten Quartal sehr intensiv mit genau dieser Frage beschäftigen, weil das Ergebnis des Ganzen werden wir dann natürlich
in die nächste Planungsrunde 65 und vor allem auch in unsere Strategie 2025 einfließen lassen. Also bitte geben Sie uns an der Stelle mal noch 3 Monate Zeit, dann haben wir da sicherlich im zweiten Quartal eine Antwort. Und zu Bugatti, jetzt nehmen Sie mich da beim Wort. Also das Wort Bescheidenheit bezog sich zunächst mal auf unser Verhalten und wie wir mit Geld umgehen. Und dass es auf dieser Welt Kunden gibt, wenige, aber die sich eben solche Autos leisten können und wollen, das ist nun mal so. Und jetzt sage ich einfach mal salopp, warum soll man das Geschäft nicht mitnehmen? Das Auto, der Nachfolger vom Véro ist fertig entwickelt, den werden wir allen Unkenrufen zum Trotz in Genf vorstellen. Ich meine, und die Nachfrage nach dem Auto ist für mich überraschend hoch. Und ich kann Sie auch beruhigen, in der zweiten Generation ist dieses Projekt nicht defizitär. Also kann ich an der Stelle auch ruhig schlafen. Aber Sie haben schon recht, man muss auch für solche Marken wie Bugatti schauen, welche, oder sagen wir mal, mit welchen Produkten Sie in Zukunft Geld verdienen. So, wir gehen nochmal zurück hier vorne in die erste Reihe, bitte. Ja, Ralf Krüger, Deutsche Presseagentur. Ich habe eine Frage an Herrn Müller. Sie sprachen vorhin davon, dass die Kostenlawine, die auf den Konzern zukommt, momentan noch nicht so richtig überschaubar ist. Was bedeutet das denn konkret für Ihre Zulieferer? Wird sich da auch dann so ein bisschen die Kostenschraube etwas anziehen oder hat das keine Auswirkung? Und die zweite Frage betrifft den Image-Schaden für den Dieselmotor. Hat der Diesel Ihrer Ansicht nach noch eine Zukunft? Und wie sehen die Bestellungen aus? Also mein Kollege hatte schon gefragt, Sie hatten die Frage teilweise beantwortet, die Bestelleingänge für das Jahr sind positiv, aber wie haben die sich ab Oktober denn geändert? Danke. Ja, zu Ihrer ersten Frage, Kosten und Zulieferer. Also wir haben eine funktionierende Beschaffung, die arbeitet sehr gut und die wird sicherlich jetzt nicht mit der Begründung der Abgasthematik auf die Lieferanten zugehen und denen zusätzliche Kostenreduktionen abbringen. Also das ist sicherlich nicht unser Stil. Was das Thema Image Diesel anlangt, natürlich ist das Image vom Diesel beschädigt. Wir müssen eindeutig feststellen, dass wir und nicht nur Volkswagen, sondern auch die anderen Wettbewerber den Diesel dringend brauchen, um die CO2-Werte im Jahr fürs Jahr 2020 realisieren zu können. Wir wissen, dass sich die Elektromobilität nicht in dem Maß durchsetzt, zum Beispiel auch in Deutschland, wie wir das erhofft und erwartet haben, obwohl zum Beispiel der Volkswagen-Konzern ein großes Angebot an solchen Fahrzeugen mittlerweile im Programm hat. Also werden wir sicherlich etwas dafür tun müssen, wir alle miteinander, und auch der VDA hat sich dankenswerterweise an die Spitze der Bewegung gestellt und auch der ACEA. Im ACEA-Board letzte Woche war das ein Riesenthema, dass wir eine, ich nenne es jetzt mal, Image-Kampagne starten pro Diesel, und es gibt ja überhaupt keinen Grund, dieses Hightech-Produkt Diesel schlecht zu reden, vorausgesetzt, die NOx-Werte sind in Ordnung. Und die sind ja nun bei den EU6-Dieseln längst in Ordnung. Also wir reden ja hier bei der Abgasproblematik, insbesondere in den USA, von anderen gesetzlichen Vorgaben als in Europa und auch um die Vergangenheit bis 10 Jahre zurück. Also von daher sollte es uns gemeinschaftlich gelingen, das Image von dem Diesel wieder zu verbessern und wie gesagt, den Diesel auch weiter zu optimieren, genauso wie die Ottomotoren und die Verbrennungsmotoren überhaupt, um diese Schere, die sich zwischen konventioneller Antriebstechnologie und elektrisch betriebenen Autos auftut, um die zu überbrücken und zu schließen. Und Ihre dritte Frage bezog sich nochmal auf die Auftragseingänge an den letzten Monat. Und da kann ich Ihnen sagen, dass wir auch im November einen hervorragenden Auftragseingang zu verzeichnen haben. Das mag ein bisschen daran liegen, dass sich China offensichtlich
erholt und wir dadurch etwas kompensieren können. Der Volkswagen-Konzern ist auch in Deutschland überaus erfolgreich. Es gibt in Europa Länder wie Spanien und Frankreich, die im Moment einen reduzierten Auftragsrückgang haben. Aber auch an der Stelle sind wir zuversichtlich, dass diese Kaufzurückhaltung in wenigen Wochen sich dann zum Guten wendet. So, wir machen hier vorne in der ersten Reihe weiter, ganz in der Mitte, und gehen dann wieder rüber. Nancy Holgrave from CNBC. Nancy Holgrave, CNBC. Frage an Herrn Müller. Sie haben über die Komplexität der Dinge in den Vereinigten Staaten gesprochen. Vielleicht können Sie jetzt noch mehr dazu sagen, was genau da läuft. Es gibt bisher noch keine Anzeichen über die technischen Lösungen in den Vereinigten Staaten. Was genau haben Sie da vor? Denn je länger es dauert, desto schlimmer ist es ja auch für das Händlernetz in den Vereinigten Staaten. Also können Sie denen irgendwelche Hilfe anbieten, irgendwelche finanzielle Unterstützung auch für die Händler in den Vereinigten Staaten? Es ist sicherlich das Zeitthema ein Problem. Auch wir sind ungeduldig und manchmal würden wir uns auch wünschen, dass die Dinge schneller gehen. Aber wir können natürlich der CARB und der EPA nicht vorschreiben, bis zu welchen Terminen die ihre Analysen abgeschlossen haben und dann letztendlich mit uns die entsprechende Verabredung treffen. Wir tun alles, um das so bald wie möglich über die Bühne zu bringen. Aber ich kann Ihnen da jetzt keine Aussage machen. Ich möchte auch nicht spekulieren. Wir haben im Moment eine hervorragende Zusammenarbeit mit diesen Behörden. Und ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen vielleicht, aber spätestens in den nächsten Wochen gelingt, dort Verabredungen zu treffen, die wir dann schnellstmöglich in einen Recall umsetzen können. Es tut mir leid, dass ich Ihnen da nicht Genaueres sagen kann. So, wir sind auf der Seite. Hallo, Inken Hägermann von der Neuen Presse. Ich habe zuerst eine Frage an Herrn Pötsch. Sie haben gesagt, dass es keine Hinweise gibt, dass Vorstände und Aufsichtsräte involviert werden. Gilt das auch für Vorstände bzw. Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder, die vor 10 Jahren im Amt waren und oder im Lauf der vergangenen 10 Jahre? Dann eine Frage zur zukünftigen Ausrichtung. Unter anderem werden mehr Synergien angestrebt. Wo sollen die denn herkommen? Also Ihre Baukästen sind ja schon recht verbreitet. Wo sind da noch weitere Potenziale? Und schließen sich Dezentralität und Synergien nicht irgendwie gegenseitig aus oder stehen sich zumindest im Wege? Also zum Thema, wer ist wo involviert, darf ich nochmal sagen, es laufen, wie dargestellt, äußerst umfangreiche Untersuchungen, die auch historisch weit zurückreichen. Wir wollen alles verstehen, wie ist es entstanden, wer ist wofür verantwortlich. Und insofern würde ich Sie bitten, Ihre Frage in einigen Monaten zu stellen, wenn wir mit den Untersuchungen zum Abschluss gekommen sind. Wir werden dann auch ganz klar zu erkennen geben, wer dort Verantwortung zu übernehmen hat. So, Herr Habke. Ich glaube, ich muss den zweiten Teil der Frage noch beantworten. Da ging es ja um die Frage der Neuausrichtung und inwieweit Dezentralisierung im Widerspruch steht zu Synergien. Ich glaube, diesen Widerspruch gibt es nicht, sondern man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ja, ich meine, Dezentralisierung, das heißt zunächst mal nichts anderes, dass man den Marken mehr Eigenständigkeit zubilligt im operativen Tagesgeschäft. Das heißt aber ja nicht, dass man sich bei der langfristigen Ausplanung des Konzerns zusammensetzt und an der Stelle eben Synergien schafft. Herr Kort hat ein Beispiel angesprochen, das ist die Gestaltung des Produktportfolios für die nächsten 10, 15 Jahre und mit welchen Antriebskonzepten man beispielsweise dorthin gehen möchte. Und dann kann man ja dann festlegen, wer am besten was macht. Sie haben es ja selber gesagt,
bei Baukästen und Plattformen haben wir da sehr gute Erfahrungen geschaffen, aber das muss ja nicht heißen, dass die Ausgestaltung dieser Spielregeln für die nächsten 10 Jahre Bestand haben müssen. Auch diese Dinge müssen reformiert und weiterentwickelt werden und da sind wir zuversichtlich, dass es da weitere Synergiepotenziale gibt. So, jetzt Herr Habke. Ja, Habke, NDR Fernsehen. Zwei Detailfragen zunächst an Herrn Pötsch. Sie haben ja nun einerseits gesagt, Namen können Sie noch nicht nennen. Andererseits haben Sie deutlich gemacht, dass der bisherige Erkenntnisstand ist, es ist eine kleinere Gruppe von Ingenieuren im Unternehmen. In welchem Unternehmensbereich wusste man denn Bescheid? Denn die Fortentwicklung dieser Schummelsoftware, das haben Sie ja auch dargestellt, war systematisch. Also ist da der Bereich Motorenentwicklung der Kenntnisträger? Ist der Bereich Dieselmotorenentwicklung der Kenntnisträger? Wie kann man den Unternehmensbereich beschreiben, in dem man Bescheid wusste? Die zweite Detailfrage, es ist ja offenbar so gewesen, dass bei der Entscheidung, diesen Dieselmotor für die USA zu entwickeln, von vornherein klar war, dass man dieses nur erreichen würde, die Einhaltung der strengen Grenzwerte in den USA, wenn man das SCR-Katalysatorkonzept, also AdBlue, einsetzt. Haben Sie denn inzwischen herausgefunden, wann, in welchem Gremium die Entscheidung gefallen ist, es völlig ohne Katalysatoren, also ohne SCR und auch ohne NOx-Speichercut zu erreichen, dieses ehrgeizige Ziel, von dem Sie ja dann gesagt haben, da es nicht erreichbar war, musste man lügen. Und die Frage an Herrn Müller, weil Sie Ihre, sagen wir mal, Dezentralität und auch Ihre eigene Aufgabe, wie Sie sie sehen, im neuen Unternehmen beschrieben haben und sich mehr als der Stratege dargestellt haben, so eine Situation, in der ein Motor, der zu einem Zeitpunkt fertig entwickelt sein soll und offenbar nicht unter Einhaltung von Grenzwerten entwickelt werden kann, wären im zukünftigen Modell, so wie Sie sich das Unternehmen vorstellen, das eine Information, die Sie gar nicht erreichen soll? Oder wäre das eine Information, die Sie auch künftig gerne von Ihren Leuten kommuniziert bekämen? Gut, zum Auftakt. Es ist zunächst mal naheliegend, wir reden von Motorenproblematik, dass dort die Motorenentwicklung natürlich gewisserweise im Fokus steht und da natürlich auch das Dieselmotoren-Thema im Vordergrund ist. Ansonsten würde ich auch da nochmal darum bitten, dass Sie Verständnis haben, dass wir gerne die Untersuchungen ganz konsequent weiterführen und dann, wenn Ergebnisse gesamthaft vorliegen, uns dann dazu äußern. Das gilt auch für die entsprechende Gremienbefassung, die natürlich dann unmittelbar auch wiederum zusammenhängt mit der Frage, wer ist wofür verantwortlich. Ja, zum zweiten Teil Ihrer Frage, also Sie haben mich als Strategen bezeichnet. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich ein Stratege bin, das überlasse ich Ihnen. Aber ich stelle mir schon ein Unternehmen vor, wo so ein Sachverhalt in Zukunft nicht mehr auftreten kann, in dem eben ein entsprechender durchgängiger Informationsfluss dergestalt organisiert ist, dass es eben primär nicht um Suche nach den Schuldigen geht, sondern Suche nach einer besten Lösung und dass diese Informationen dann, und jetzt glaube ich, kommt ein ganz entscheidender Punkt, auch so aufbereitet sind, dass sie letztendlich nicht irgendwo versickern auf dem Weg von unten nach oben und so, dass sie eine Hierarchieebene, die mit den Details nicht befasst ist, normalerweise trotzdem so auf das Ganze hingewiesen wird, dass sie auch in der Lage ist, das Ausmaß der Dinge zu erkennen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich verständlich ausgedrückt habe, aber als Vorstand kriegt man viele Informationen und im heutigen Zeitalter noch viel mehr E-Mails. Und natürlich wird man durch solche Ereignisse immer sensibler, aber über das Manche, da liest man dann so drüber und bekommt eben dann auch nicht die entscheidende Bedeutung so einer E-Mail mitgeteilt. Ja. Und ich meine, wir fragen uns ja auch, wie es letztendlich möglich war, dass sowas passieren konnte und ob es tatsächlich dieser
von uns vermutete kleine Kreis an Mitarbeitern ist. Und wir haben natürlich jetzt auch alle Untersuchungen vorangetrieben und müssen halt bis zum heutigen Tag zumindest feststellen, dass es sich in diesem Dreieck oder nennen Sie es Bermuda-Dreieck oder irgendwas bewegt hat. So, ich weiß, ich ziehe mir jetzt natürlich den Unmut von Ihnen allen zu, aber wir haben jetzt genau noch Zeit für zwei Fragen. Wir müssen aber hier vorne in der Mitte beginnen, weil wir da schon gleich am Anfang waren. Und dann kommt Herr Murphy noch. Wir starten mit Herrn Murphy. Ist auch okay. Hallo. Ich hätte zwei Fragen. Und zwar zum einen, Sie haben ja einige Veränderungen unterhalb des Vorstandes vorgenommen, Stichwort Strategie und Digitalisierung. Digitalisierung, haben Sie davor, noch weitere Schritte zu machen, was dieses Team angeht? Und das Weitere ist, Sie haben ja gesagt, dass die Zusammenarbeit mit den US-Behörden hervorragend sei. Das war ja offensichtlich nicht immer so in der Vergangenheit. Vielleicht können Sie beschreiben, wie Sie das erstmal, wie Sie es definieren und wie das zustande gekommen ist. Und ich glaube, offen war noch, ob Sie jetzt in die USA gehen, zu Detroit oder nicht, oder ob das zu einem späteren Zeitpunkt sein wird. Danke. Ich hatte gesagt, ich gehe nach Detroit und werde nach heutigem Kenntnisstand von Dienstag bis Freitag in den USA unterwegs sein und entsprechende Stellen dort aufsuchen. Das erste war, wie ich mir die Ausgestaltung meines Ressorts vorstelle. Die Ausgestaltung ist nahezu abgeschlossen. Ich muss noch eine Stelle wieder besetzen, das ist die der Qualitätssicherung. Alle anderen Stellen sind jetzt besetzt, auch die der Vertriebssteuerung, der Entwicklungssteuerung, der Produktionssteuerung. Und auch Produkt- und Baukastenstrategie ist neu besetzt. Also wir sind ab 1. oder 4.1. arbeitsfähig. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe da ein Team gefunden, das wirklich als erstklassig zu bezeichnen ist. Und ich hoffe, dass wir also dort hervorragende Arbeit abliefern. Jetzt muss ich nochmal fragen, der zweite Teil Ihrer Frage war? Ah ja. Ja gut, ich meine, das ist ja immer so, wenn zwei sich nicht so richtig vertragen, dann liegt es ja meistens an beiden. Ja, also ich meine, oder es liegt an Missverständnissen oder es liegt an missverständlicher Interpretation. Naja, jedenfalls, ich verstehe schon, dass die amerikanischen Behörden etwas sauer und vergrätzt waren, weil sie glaubten, entsprechende Hinweise gegeben zu haben. Die haben sie auch gegeben. Und jetzt bin ich wieder bei dem Thema, was ich gerade vorhin ausgeführt habe. Aber aus irgendeinem Grund ist es in Deutschland und in unserem Unternehmen entweder nicht so angekommen oder interpretiert worden, wie man es gemeint hat. Gott sei Dank hat sich das jetzt erledigt. Man ist in einem sehr sachlichen und kooperativen Gesprächsmodus jetzt wieder, was früher ja auch der Fall war. Und damit ist also eine beste Voraussetzung gegeben, dass wir eben sehr schnell jetzt zu einvernehmlichen Absprachen kommen, wie wir an der Stelle die Zukunft gestalten und hoffentlich auch die Möglichkeit finden, den Diesel erfolgreich in Zukunft in den USA anzubieten. Ja, herzlichen Dank, Herr Müller. Herzlichen Dank, Herr Pötsch. Ich muss jetzt in der Tat leider abbrechen. Das liegt nicht daran, weil wir Ihre Fragen nicht beantworten möchten, sondern weil wir noch weitere Anschlusstermine haben. Ich möchte Sie aber darauf hinweisen, wir haben schon mehrfach über Detroit gesprochen. Auch in Detroit werden wir am Sonntagabend beim traditionellen Group-Abend für Ihre Fragen zur Verfügung stehen und natürlich in den nächsten Wochen auch. Ich darf mich erstmal herzlich bedanken, dass Sie alle Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Und freue mich, wenn wir das Thema so weiter gemeinsam abarbeiten können. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Bode. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich verrate Ihnen sicher kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die vergangenen 2,5 Monate für uns alle im Volkswagen-Konzern beispiellos waren. Das gilt für Aufsichtsrat, Vorstand und Belegschaft gleichermaßen. Niemand hier hat sich vorstellen können, dass unser Unternehmen, für das so viele Menschen
Tag für Tag ihr Bestes geben und auf das so viele Menschen hier in Wolfsburg und an anderen Standorten rund um den Globus stolz sind, in eine Situation geraten könnte, wie wir sie seit Ende September erleben. Die Vorkommnisse rund um die Emissionsthematik haben uns alle nicht nur zutiefst bestürzt, sondern den Konzern auch in eine äußerst schwierige Lage gebracht. Herr Müller und ich, wir möchten Ihnen heute darüber berichten, wo wir auf dem Weg zur Bewältigung dieser Krise stehen, welche Konsequenzen wir daraus bereits gezogen haben und wie der Volkswagen-Konzern seine Erneuerung vorantreibt. Meine Damen und Herren, Volkswagen lebt vom Vertrauen seiner Kunden. Ein Kunde unseres Hauses kann nicht nur erwarten, mit seinem Fahrzeug sicher, effizient und komfortabel von A nach B zu kommen. Er muss selbstverständlich auch erwarten können, dass sein Fahrzeug währenddessen nicht mehr Emissionen produziert als erlaubt und angegeben. Das war, wie sich gezeigt hat, bei uns nicht immer der Fall. Das bedauern wir zutiefst. Und da spreche ich nicht nur für Herrn Müller und mich, sondern für das ganze Unternehmen. Wir haben dadurch Vertrauen verloren bei unseren Kunden, Investoren und Mitarbeitern, aber auch in der Politik und in der Öffentlichkeit. Dieses Vertrauen zurückzugewinnen, ist nun unsere wichtigste Aufgabe und unsere größte Herausforderung. Wir müssen deshalb auch weiterhin glaubwürdig und entschlossen handeln, um Fehler der Vergangenheit mit aller Konsequenz aufzuarbeiten und sicherzustellen, dass so etwas bei uns nicht mehr vorkommen kann. Das sind wir nicht zuletzt unseren Kunden schuldig. Zugleich müssen wir unser operatives Geschäft schützen und unsere starke Marktposition verteidigen. Das ist unter den gegebenen Umständen kein leichtes Unterfangen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir dies mit unserer Mannschaft schaffen werden. Bei all dem gilt es aber auch, die Zukunftsfähigkeit des Konzerns zu sichern. Zum einen finanziell, denn die Krisenfolgen werden vermutlich beträchtlich sein. Zum anderen müssen wir den bereits eingeleiteten Veränderungsprozess konsequent fortführen, um Volkswagen für die Umwälzungen in unserer Branche zu wappnen. Zusammengefasst stehen wir, so viel ist sicher, mitten in einer der größten Bewährungsproben in der Geschichte dieses Konzerns. Um diese Bewährungsprobe zu bestehen, braucht es eine große gemeinsame Kraftanstrengung. Und dazu sind wir alle bereit. Es versteht sich von selbst, dass wir als Aufsichtsrat die Arbeit des Vorstands in Zeiten wie diesen noch enger begleiten als sonst. Wir haben zudem in den vergangenen Wochen selbst vieles unternommen, damit der Volkswagen-Konzern bei der Aufarbeitung der Vorkommnisse und bei seiner Neuausrichtung zügig vorankommt. Ich möchte hier zunächst die neue Führungsstruktur erwähnen, die wir am 25. September beschlossen haben. Der Volkswagen-Konzern wird künftig dezentraler geführt. Der Konzern wird effizienter, schneller und dynamischer sein und sein immenses Potenzial so in Zukunft noch besser ausschöpfen als bisher. Wir haben darüber hinaus auch die personelle Neuaufstellung des Konzerns beschleunigt, ohne die Veränderungen, wie wir sie vorhaben, nicht funktionieren würden. Dazu haben wir sowohl neue, anerkannte Kräfte von außen gewonnen, als auch einige der besten Köpfe aus dem Unternehmen mit neuen Funktionen betraut. Allein 6 neue Mitglieder im Konzernvorstand seit Anfang 2015. Das zeigt, wie tiefgreifend die personelle Neuaufstellung ist. Hinzu kommen zahlreiche weitere Neubesetzungen auf Top-Positionen, über die Herr Müller später noch berichten wird. Des Weiteren hat sich der Aufsichtsrat stärker als sonst
in den Dialog mit unseren Stakeholdern eingebracht. Wir brauchen gerade jetzt Unterstützung und Goodwill von außen ebenso dringend wie das Engagement aller, die im Unternehmen Verantwortung tragen. Dafür werben wir, wo immer möglich. Meine Damen und Herren, entscheidend ist, der Volkswagen-Konzern ist auch in diesen bewegten Tagen in jeder Hinsicht voll handlungsfähig. Dieses Unternehmen hat eine sehr solide Substanz und viele Stärken, auf die wir auch für die Zukunft bauen. Es liegt nicht allein, aber vor allem an uns selbst, wie und wann wir die aktuellen Herausforderungen bewältigen. Das gilt auch für die Art und Weise, wie wir die Aufklärung der Emissionsthematik vorantreiben. Wir wollen und müssen genau verstehen, wie es dazu kommen konnte. Denn nur so können wir verhindern, dass sich Vergleichbares bei uns wiederholt. Auf diesem Weg sind wir in den vergangenen Wochen ein gutes Stück vorangekommen. Darüber möchte ich Ihnen nun berichten. Zur Erinnerung. Wir haben es mit zwei ganz unterschiedlichen Themenkomplexen zu tun. Erstens sind bis zu 11 Millionen unserer Dieselfahrzeuge mit einer Software ausgestattet, mit der die Messung von Stickoxidemissionen systematisch beeinflusst wurde. Beim zweiten Thema der vergangenen Wochen ging es um CO2-Emissionen und die hieran gekoppelten Verbrauchsangaben. Bei der kritischen Überprüfung unserer Prozesse im Zuge der NOx-Thematik waren nach einem internen Hinweis Unplausibilitäten bei der CO2-Zertifizierung ins Blickfeld geraten. Das hatten wir am 3. November umgehend und proaktiv kommuniziert. Dabei hatten wir Ihnen eine Zahl von rund 800.000 Fahrzeugen genannt, bei deren Zertifizierung, so die damalige Befürchtung, möglicherweise bewusst falsche Emissionsangaben gemacht worden sein könnte. Inzwischen steht, wie wir gestern mitgeteilt haben, fest, dies war so nicht der Fall. Der Verdacht auf rechtswidrige Veränderung der Verbrauchsangaben von aktuellen Serienfahrzeugen hat sich nicht bestätigt. Lediglich bei einer sehr überschaubaren Anzahl von Fahrzeugmodellen ist es offenbar zu leichten Abweichungen gekommen, die nun im Zuge üblicher Prozesse korrigiert werden. Das ist eine gute Nachricht für unsere Kunden und für das Unternehmen. Ich komme darauf gleich noch einmal ausführlicher zu sprechen. Meine Damen und Herren, unser Ansatz und Anspruch bei der Aufklärung sämtlicher Aspekte sind klar definiert. Alles kommt auf den Tisch, nichts wird unter den Teppich gekehrt. Die Analyse der Vorkommnisse muss deshalb zunächst einmal umfassend sein. Das heißt, alle relevanten Prozesse werden vom Ursprung bis zum heutigen Tag lückenlos nachgezeichnet und analysiert. Unabdingbar ist es dabei, dass die Untersuchungen absolut unabhängig sind. Das gilt für die internen Spezialisten, die wir damit betraut haben. Ihr Auftrag ist es, völlig frei, ohne Ansehen von Personen und ohne Tabus zu ermitteln. Gleiches gilt natürlich auch für die externen Spezialisten, die wir eingeschaltet haben. Bei all unseren Bemühungen kooperieren wir uneingeschränkt mit den jeweiligen Behörden. Was wir wiederholt betont haben und was auch ich heute bekräftigen möchte: Wir sind dabei, schonungslos aufzuklären, wer für das Geschehene verantwortlich ist. Und verlassen Sie sich darauf. Diese Personen werden zur Rechenschaft gezogen. Gerade weil es hier auch um Menschen geht und weil eine saubere Aufarbeitung für die Zukunft des Konzerns so wichtig ist, muss Sorgfalt das höchste Gebot sein. Auch wenn es Ihnen und uns manchmal schwerfällt, geduldig zu bleiben, Sorgfalt geht vor Geschwindigkeit. Wir suchen dabei dezidierte Antworten auf folgende Fragen. Was genau ist wann geschehen? Dabei geht es um die Nachzeichnung der Prozesse und Entscheidungswege. Wurde gegen Regularien oder Gesetze verstoßen? Und falls ja,
gegen welche? Inwiefern haben unsere internen Prozesse mögliche Verstöße begünstigt? Hier erwarten wir uns vor allem Aufschluss darüber, wo wir nachbessern müssen. Wer trägt die Verantwortung für das Fehlverhalten? Dabei geht es nicht nur um die direkte, sondern auch um die übergeordnete Verantwortung. Und schließlich, wie stellen wir sicher, dass so etwas im Volkswagen-Konzern nie mehr passiert? Für die Zukunft ist das wohl die wichtigste Frage. Wir haben den Aufklärungsprozess so strukturiert, dass wir auf jede dieser Fragen belastbare Antworten geben können. Überwacht wird die Aufklärungsarbeit, wie Sie wissen, von einem Sonderausschuss des Aufsichtsrats unter Vorsitz von Dr. Wolfgang Porsche. Der Ausschuss hat seit seiner Konstituierung am 27. Oktober bisher 5-mal getagt, begleitet die Arbeit der Ermittler also sehr eng. Die Untersuchungen selbst laufen in 2 parallelen Strängen. Die interne Revision fokussiert sich im Auftrag von Aufsichtsrat und Vorstand auf die Prüfung der relevanten Prozesse, auf Berichts- und Kontrollsysteme sowie die begleitende Infrastruktur. Ihre Erkenntnisse stellt die Revision den Experten von Jones Day uneingeschränkt zur Verfügung. Diese international renommierte Anwaltssozietät ist in einem zweiten Handlungsstrang vom Aufsichtsrat mit der vollständigen Aufklärung des Sachverhalts und der Verantwortlichkeiten beauftragt worden, also unter anderem mit den forensischen Untersuchungen. Jones Day wird dabei operativ von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte unterstützt. Insgesamt sind rund 450 interne und externe Experten in die Untersuchungen involviert. Nehmen Sie diese beachtliche Zahl als Zeichen dafür, dass wir es wirklich ernst meinen und dass wir schnellstmöglich zu belastbaren Ergebnissen kommen wollen. Beide Ermittlergruppen arbeiten völlig unabhängig. Das ist eine Grundvoraussetzung für eine objektive Aufklärung, an der wir als Unternehmen das größte Interesse haben, auch wenn uns manches Ergebnis schmerzen könnte. Um zu garantieren, dass auch die interne Revision unabhängig agiert und voll handlungsfähig ist, haben wir die besten Experten aus verschiedenen Einheiten und Marken des Konzerns zusammengezogen und eine Taskforce mit einem vorab klar definierten und zeitlich befristeten Auftrag gebildet. Wenn Ihre Arbeit getan ist, kehren die jeweiligen Mitglieder wieder in ihre vorherigen Funktionen zurück. Das gilt übrigens auch für den Leiter dieser Mission, Markus Eberl, der für die Dauer seines Auftrags von der Porsche AG an Volkswagen ausgeliehen worden ist. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass keine persönlichen Abhängigkeiten oder falsche Rücksichtnahmen die Aufklärung hemmen oder Ergebnisse verfälschen. Übrigens gehört auch ein Vertreter von Jones Day der internen Taskforce an, ein weiterer Garant für die Unabhängigkeit von deren Untersuchungen. Insgesamt glauben wir, durch die duale Struktur der Ermittlungen ein Höchstmaß an Objektivität, Transparenz und Ergebnisqualität gewährleisten zu können. Interne und externe Ermittlungen haben unterschiedliche Untersuchungsgegenstände, deshalb nimmt Ihre Arbeit unterschiedlich viel Zeit in Anspruch. Die Analyse der relevanten Prozesse und Systeme durch die Revision wird schon in Kürze abgeschlossen sein. Die Arbeit von Jones Day hingegen wird sich noch deutlich ins kommende Jahr hinein strecken. Das liegt zum einen daran, dass die externen Ermittler, wie wir Ihnen gleich aufzeigen werden, eine gigantische Menge an Daten zu sichten haben. Zum anderen geht es bei der Aufklärung des Sachverhalts auch um Verantwortlichkeiten im juristischen Sinne. Was hier ermittelt wird, muss also nicht nur plausibel und stimmig, sondern auch gerichtsfest sein. Wir planen, zur Hauptversammlung am 21. April 2016 über den dann vorliegenden Stand zu berichten. Schon heute wollen wir Ihnen aber einen ersten Eindruck vermitteln und bereits gewonnene Erkenntnisse mit Ihnen teilen. Ich bitte jedoch vorab um Ihr Verständnis, dass wir heute noch keine Aussagen zu beteiligten Personen machen können und werden. Dies kann erst dann geschehen,
wenn die Erkenntnisse absolut wasserdicht sind. Bis dahin gilt wie im Rechtsstaat üblich die Unschuldsvermutung. Grundsätzlich, und das ist so etwas wie die Quintessenz aus allem, was wir bisher wissen, war das Zusammenspiel von drei Faktoren verantwortlich für die NOx-Thematik. Erstens, individuelles Fehlverhalten und persönliche Versäumnisse einzelner Mitarbeiter in einem Teilbereich unseres Unternehmens. Ein Faktor, den man in einem großen Konzern wie Volkswagen bestenfalls begrenzen, aber letztlich nie ganz ausschalten kann. Zweitens, Schwachstellen in einigen unserer Prozesse. Und drittens, eine Haltung in einigen Bereichen des Unternehmens, Regelverstöße zu tolerieren. Das hat es bei uns in diesem Fall offenbar gegeben. Und das ist der Faktor, der, wie ich offen zugebe, für uns alle am schwersten zu akzeptieren ist. Meine Damen und Herren, bevor ich detaillierter auf Erkenntnisse der internen Revision komme, möchte ich etwas voranschicken. Nachdem sich bei unseren Ermittlungen zusätzlich zur NOx-Thematik zwischenzeitlich auch Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im CO2-Zertifizierungsprozess ergeben hatten, war der Untersuchungsauftrag entsprechend erweitert worden. Nachdem das Thema CO2 inzwischen aber weitgehend abgeschlossen ist, können wir uns jetzt wieder voll auf die Stickoxid-Thematik konzentrieren. Die von der Revision untersuchten Themenfelder lassen sich grob in drei Cluster einteilen. Erstens Prozesse, zweitens Berichts- und Kontrollsysteme und drittens Infrastruktur. Ziel bei der Analyse der Prozesse war es, die genaue zeitliche Abfolge von Ereignissen festzustellen, also die Frage zu beantworten, wann ist was passiert. Zu diesem Punkt können wir heute sagen, dass Defizite in einem gewissen Testprozess das Fehlverhalten begünstigt haben. Das gilt zum Beispiel für die Test- und Freigabeprozesse bei unseren Motorsteuergeräten. Sie waren nicht dazu geeignet, den Einsatz der fraglichen Software zu verhindern. Die Revision hat zu den Schwachstellen konkrete Abhilfemaßnahmen vorgeschlagen. Der Fokus liegt hier darauf, Prozesse klarer zu strukturieren und besser zu systematisieren. Zum Beispiel erfolgt künftig die Entwicklung von Motorsteuergerätesoftware unter strikter Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips. Zudem werden die Gremien zur Freigabe solcher Software neu ausgerichtet, mit geschärften und verbindlich fixierten Kompetenzen und Verantwortlichkeiten. Auch wenn wir Fehlverhalten einzelner Personen natürlich nicht ein für alle Mal verhindern können, in Zukunft wird es sehr schwierig sein, an unseren Prozessen vorbeizuarbeiten. Beim zweiten Themenfeld geht es darum, Defizite in den Berichts- und Kontrollsystemen offenzulegen und Verstöße gegen bestehende Regeln zu identifizieren. Auch hier gab es ohne Zweifel Mängel. Überwiegend lag das an einer fehlenden Konkretisierung von Zuständigkeiten. Hier müssen und werden wir nachschärfen. Die Revision hat zudem aufgedeckt, dass unsere Infrastruktur an einigen Stellen Mängel hat. Zum Teil arbeiten wir mit unzulänglichen IT-Systemen. Klar ist, eine Infrastruktur, die ihren Zweck nicht erfüllt, ist nicht viel wert. Wir werden in den entsprechenden Bereichen künftig elektronisch gestützte Bearbeitungs- und Kontrollsysteme einsetzen, die sich perfekt in unsere Arbeitsprozesse einfügen. Wir werden IT-Systeme einführen, die es ermöglichen, einzelne Vorgänge effizienter und transparenter zu verfolgen. Das reduziert zugleich die Abhängigkeit von einzelnen Personen, wenn es darum geht, problematische Vorgänge zu identifizieren und dann gegebenenfalls zu eskalieren. Damit sollten wir besser gewappnet sein, Störungen früh zu erkennen und Fehlentwicklungen schon im Keim zu ersticken. Zusammengefasst können wir feststellen, die Untersuchung der internen Revision liefert uns wertvolle Erkenntnisse, um Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Regelverstöße, wie wir sie hier in einem Teilbereich des Konzerns gesehen haben, nicht begünstigt, sondern verhindert oder zumindest frühzeitig erkannt werden.
Meine Damen und Herren, ich hatte es bereits erwähnt, die externen Ermittler von Jones Day kommen ebenfalls gut voran, werden aber noch einige Zeit brauchen. Um belastbare Erkenntnisse über Verantwortlichkeiten zu gewinnen, müssen sie enorme Mengen an Datenmaterial gründlich durchpflügen. Dazu gehören beispielsweise unzählige E-Mails, jede für sich genommen ein loses Ende einer Kommunikation, zu der erst einmal der Kontext hergestellt werden muss. Sie können sich vorstellen, wie kleinteilig und aufwendig diese forensische Arbeit ist. Um Ihnen hier ein Gefühl zu geben, einige Zahlen. Bislang haben die Spezialisten eine Datenmenge von 102 Terabyte gesichert. Das entspricht umgerechnet etwa 50 Millionen Büchern. Um an die notwendigen Informationen zu kommen, wurden bis dato 87 ausführliche Interviews geführt. Viele weitere werden noch folgen. Es wurden mehr als 1.500 elektronische Datenträger wie Smartphones und Laptops von fast 400 Mitarbeitern zur Auswertung eingesammelt. Etwa 2.000 Mitarbeiter wurden per Schreiben darauf hingewiesen, dass einem Verlust von Daten vorgebeugt werden muss. Im angelsächsischen Bereich spricht man von einem sogenannten Litigation Hold. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass alle diese Personen verdächtig sind. Es heißt vielmehr, dass sich auf ihren Rechnern, SIM-Cards oder USB-Sticks möglicherweise Hinweise finden könnten, die für das Verständnis der Zusammenhänge von Bedeutung sein können. Wir halten es nach wie vor für wahrscheinlich, dass nur eine überschaubare Zahl von Mitarbeitern tatsächlich und aktiv zu den Manipulationen beigetragen hat. Was auf Basis des bisher gesichteten Materials schon weitgehend gelungen ist, erstens die CO2-Thematik besser zu verstehen und zügig aufzulösen und zweitens die Geburtsstunde der NOx-Thematik sowie ihre Genese besser nachzuvollziehen. Auf den beiden folgenden Seiten der Präsentation finden Sie Letzteres im Detail nachgezeichnet, mit der strategischen Entscheidung für eine groß angelegte Dieseloffensive in den USA als Ausgangspunkt. Ich will mich hier auf eine kurze Zusammenfassung beschränken. Die zentrale Erkenntnis lautet, wir sprechen hier nicht von einem einmaligen Fehler, sondern von einer Fehlerkette, die zu keinem Zeitpunkt durchbrochen wurde. Zu Beginn fanden die zuständigen Entwickler, so müssen wir heute leider konstatieren, bei dem fraglichen Motortyp EA189 schlicht und ergreifend keinen Weg, die strengeren Stickoxidnormen in den USA mit zulässigen Mitteln zu erfüllen. Jedenfalls keinen Weg, der ihnen aus ihrer damaligen Sicht sinnvoll erschien und der mit dem vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen zu vereinbaren gewesen wäre. So kam es zum Einbau einer Software, die den Ausstoß von Stickoxiden unter anderem über eine unterschiedlich hohe Abgasrückführungsrate regulierte, je nachdem, ob sich das Fahrzeug auf der Straße oder gerade in einem Prüfzyklus befand. Als dann im weiteren Verlauf effektive technische Verfahren zur NOx-Reduktion zur Verfügung standen, wurden diese nicht so genutzt, wie es möglich gewesen wäre. Offenkundig in einem falschverstandenen Kundeninteresse. Wieder lieferte die fragliche Software die vermeintliche Lösung, indem sie unter anderem dafür sorgte, dass das Reduktionsmittel AdBlue in unterschiedlich hoher Dosierung eingespritzt wurde, mit dem Effekt, dass die NOx-Werte auf dem Prüfstand besonders niedrig, auf der Straße hingegen deutlich höher waren. Im Rückblick wirkt das alles fast ein wenig banal. Aber vielleicht ist die Geschichte gerade deshalb so schmerzhaft für uns, weil nicht nur die Entscheidungen falsch waren, sondern auch die Prämissen und die Prioritäten dahinter. Weil das all den Werten widerspricht, wofür Volkswagen steht und nach denen die überwältigende Mehrheit unserer weltweit 600.000 Mitarbeiter Tag für Tag handelt. Es kann immer wieder vorkommen,
dass für ein Problem nicht gleich eine technisch perfekte Lösung zur Verfügung steht. Dann muss man weiterarbeiten, Zielkonflikte offen adressieren, Alternativen diskutieren, vielleicht sogar ganz neu denken. Was definitiv nicht geht, sind nur scheinbare oder gar illegale Lösungen. Kein Geschäft rechtfertigt es, gesetzliche und ethische Grenzen zu überschreiten. Das muss bei Volkswagen gelebtes Credo für jede und jeden sein. Noch ist unklar, ob denjenigen, die auf dem Weg von 2005 bis in die Gegenwart daran beteiligt waren, voll bewusst war, welches Risiko sie eingingen und welchen Schaden für das Unternehmen sie damit anrichten könnten. Aber auch das werden wir herausfinden. Meine Damen und Herren, zusätzlich zu den kleineren Dieselmotoren ist zwischenzeitlich auch der von Audi entwickelte V6 Dieselmotor in den USA ins Blickfeld geraten. Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied. Beim EA 189 von Volkswagen besteht der Kern des Problems darin, dass die Fahrzeuge eine unterschiedliche Abgasstrategie verfolgen. Je nachdem, ob sich das Fahrzeug auf der Straße befindet oder auf dem Prüfstand. Beim V6-Motor von Audi ist dies nicht der Fall. Hier gibt es unter gleichen Betriebsbedingungen keinen Unterschied bei der Warmlauf- und Betriebsstrategie zwischen dem Prüfstand und der Straße. Die in den USA beanstandenden sogenannten AECDs, das steht für Auxiliary Emission Control Device, beim V6-Motor sind in Europa derzeit nicht anmeldepflichtig. Eines davon kann allerdings nach geltender US-Gesetzgebung als unzulässig betrachtet werden. Audi wird den Behörden CARB und EPA eine technische Lösung vorstellen und nach Bestätigung schnellstmöglich im Markt umsetzen. Wann dies der Fall sein wird, ist noch nicht final geklärt. Wir sprechen hier übrigens von gut 100.000 Einheiten. Die Dimension ist also deutlich überschaubarer als das ursprüngliche Diesel-Thema. Noch einmal völlig anders gelagert ist die CO2-Thematik, sowohl was ihre Entstehung als auch was die Auflösung betrifft. Es waren, wie gesagt, zunächst insgesamt rund 800.000 Fahrzeuge verschiedener Marken und Modelle, bei denen es einen ernstzunehmenden internen Hinweis auf mögliche, bewusst herbeigeführte, inkorrekte Messungen von CO2-Werten gab. Wir haben daraufhin damit begonnen, die möglicherweise betroffenen Modelle systematisch durchzutesten. Auch die angewandten Maßnahmen und Standards bei den Messungen haben wir überprüft. Das Ergebnis: Erstens hat sich der Verdacht auf rechtswidrige Veränderung der Verbrauchsangaben von aktuellen Serienfahrzeugen nicht erhärtet. Zweitens hat sich gezeigt, dass die Praxis der Messungen bei Volkswagen dem Industriestandard entspricht und sich an den einschlägigen internationalen Regelungen orientiert. Und drittens haben die erneuten Tests ergeben, dass bei fast allen der zunächst als verdächtig eingestuften aktuellen Modellvarianten die realen Verbräuche tatsächlich innerhalb der Norm der Katalogwerte liegen und den ursprünglich festgestellten CO2- bzw. Verbrauchswerten entsprechen. Bei lediglich 9 Fahrzeugmodellen weichen die Werte der Kontrollmessungen allerdings leicht von denen der Katalogwerte ab, und zwar im Mittel um nur wenige Gramm. Für diese Modellvarianten der Marke Volkswagen läuft nun eine unabhängige Überprüfung durch die DEKRA als vom KBA beauftragten technischen Dienst. Die betreffenden Modellvarianten entsprechen mit einem Volumen von ca. 36.000 Fahrzeugen übrigens lediglich 0,5% der Jahresproduktion der Marke Volkswagen. Auf Basis dieser offiziellen Nachtestergebnisse werden dann auch, falls erforderlich, die CO2- und Verbrauchswerte zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der üblichen Prozesse entsprechend angepasst. Wichtig ist, die anfangs für das CO2-Thema geschätzte Ergebnisbelastung in Höhe von 2 Milliarden Euro hat sich nicht bestätigt. Das ist eine gute Nachricht für den Volkswagen-Konzern.
Wir wissen, dass die CO2-Thematik auch bei vielen unserer Kunden zu einer erheblichen Verunsicherung geführt hat. Deshalb ist die jüngste Entwicklung auch für Sie eine sehr gute Nachricht. Zu nennenswerten Steuereffekten wird es aus heutiger Sicht aller Wahrscheinlichkeit nach nicht kommen. Und falls doch, so würde Volkswagen mögliche Zahlungen, wie zugesagt, übernehmen. Meine Damen und Herren, Prozesse nachzeichnen, Fehler identifizieren und Verantwortliche ermitteln, das ist nur ein Teil der Übung. Der andere, mit Blick nach vorn viel wichtigere, die richtigen Lehren aus den Fehlern der Vergangenheit zu ziehen und alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um so etwas für die Zukunft zu vermeiden. Auch damit haben wir bereits begonnen. Eine wegweisende Entscheidung vorweg. Wir haben beschlossen, dass Emissionstests bei uns künftig grundsätzlich extern und unabhängig überprüft werden. Außerdem werden stichprobenhafte Real-Life-Tests zum Emissionsverhalten auf der Straße eingeführt. Damit tragen wir hoffentlich dazu bei, Vertrauen zurückzugewinnen. Gestatten Sie mir an dieser Stelle eine Anmerkung. Wenn es um Grenzwerte geht, brauchen wir den Mut zu mehr Ehrlichkeit. Die branchenweit bestehenden Diskrepanzen zwischen offiziellen Prüfwerten und Realverbrauch sind nicht mehr vermittelbar und nicht mehr hinnehmbar. Hier müssen wir neue Wege gehen. Auch die Umsetzung von weiteren der rund 30 von der Revision vorgestellten Abhilfemaßnahmen ist bereits eingeleitet. Die Erkenntnisse der internen Revision werden zudem vollständig an Jones Day übergeben und so dazu beitragen, die Verantwortlichkeiten zu klären. Und schließlich zum Stichwort Verantwortung. Im ersten Schritt wurden 9 möglicherweise an den Manipulationen Beteiligte aus dem Management freigestellt. Ob und welche weiteren personellen Konsequenzen folgen, darüber will ich nicht spekulieren. Ich garantiere Ihnen aber hier und heute, dass wir diese rückhaltlose Aufklärung zum Abschluss führen werden. Das ist das Fundament für die begonnene Erneuerung des Volkswagen-Konzerns. Dafür stehe ich und dafür steht der gesamte Aufsichtsrat der Volkswagen AG. Damit, meine Damen und Herren, darf ich das Wort an Matthias Müller übergeben. Ja, vielen Dank, Herr Pötsch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Aufklärung ist ein zentraler Baustein der Aufgabe, die vor uns liegt und der ich mich mit dem gesamten Vorstandsteam verschrieben habe. Nur wenn wir aus den Fehlern der Vergangenheit die richtigen Konsequenzen ziehen, wird Volkswagen künftig wirklich ein besseres Unternehmen sein. Daran arbeiten wir. Wir wollen und werden den exzellenten Ruf von Volkswagen wiederherstellen und dieses großartige Unternehmen in eine gute Zukunft führen. Diese Aufgabe hat viele Facetten. Sie erinnern sich, ich hatte Ende Oktober erstmals einen 5-Punkte-Plan zur Neuausrichtung des Konzerns vorgestellt, wobei alle 5 Prioritäten für mich gleichwertig sind. Der erste Punkt auf dieser Liste ist die Bereitstellung effektiver technischer Lösungen für unsere Kunden. Auch Sie wollen natürlich wissen, wie es zu den Manipulationen kommen konnte. Ganz besonders aber fordern Sie mit Fug und Recht, dass wir Ihre Fahrzeuge schnellstmöglich in Ordnung bringen. Dazu gleich mehr. Zur zweiten Priorität der Aufklärung hat Herr Pötsch Ihnen ausführlich berichtet. Sie hat naturgemäß auch für uns im Vorstand einen sehr hohen Stellenwert. Deshalb haben wir unsererseits alles getan, damit die interne Revision tatsächlich unabhängig arbeiten konnte. Und noch einen Punkt darf ich ergänzen, dass wir Anfang November auch Unplausibilitäten bei den CO2-Angaben einiger Fahrzeugmodelle festgestellt haben, hat unsere Situation damals sicher nicht einfacher gemacht. Die Tatsache, dass wir dies bei unseren eigenen Untersuchungen aufgedeckt und in einem sehr frühen Stadium selbst öffentlich gemacht haben, zeigt aber auch unseren unbedingten Willen zur Aufklärung und zur Transparenz.
Ich darf noch eine Anmerkung an dieser Stelle machen. Wir haben, wie gestern mitgeteilt, die operative Verantwortung für die komplette Aufarbeitung des Dieselthemas meinem Kollegen Francisco Garcia Sanz übertragen. Damit ist es in sehr guten Händen. Zugleich zeigen wir durch die Verortung im Konzernvorstand, wie wichtig es uns ist, dass wir hier zügig vorankommen. Die Punkte 3 bis 5 auf meiner Prioritätenliste betreffen allesamt die grundlegende Neuausrichtung, die wir in diesem Konzern eingeleitet haben. Wir erneuern unsere Strukturen, wir erneuern unsere Denkweise und die Art, wie wir an die Dinge herangehen, und wir erneuern unsere Zielsetzung, sprich, wir entwickeln unsere Strategie für die nächsten 10 Jahre weiter. Mit diesen 5 Punkten verbindet sich eine doppelte Botschaft. Wir tun alles, um die aktuelle Situation zu bewältigen, aber wir werden es nicht zulassen, dass uns diese Krise lähmt. Im Gegenteil, wir nutzen sie als Katalysator für den Wandel, den Volkswagen braucht. Was mir wichtig ist, der 5-Punkte-Plan ist keine Absichtserklärung. Er setzt die Leitplanken für unser Handeln. Er ist unsere Agenda. Er ist das, woran wir uns messen lassen werden. Das gilt für Volkswagen, das gilt aber auch für mich persönlich. Meine Damen und Herren, Herr Pötsch hat Ihnen ausführlich erläutert, wie wir uns unseren Worten in Sachen Aufklärung Taten folgen lassen. Ich werde Ihnen im Folgenden darlegen, dass wir mit gleicher Intensität an allen anderen Themen arbeiten. Beginnen möchte ich mit einem Überblick zu den technischen Lösungen für unsere Kunden, die im Zentrum von allem stehen, was wir bei Volkswagen tun. Für alle 3 europäischen Varianten des Motortyps EA189 stehen inzwischen tragfähige Lösungen bereit, für die wir grünes Licht vom Kraftfahrtbundesamt erhalten haben. Das heißt, für alle in Europa betroffenen Modelle können wir künftig sicherstellen, dass wir auf dem Prüfstand und auf der Straße mit ein und derselben Abgasstrategie unterwegs sind und natürlich alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Zudem ist der Aufwand für die Umsetzung dieser Lösungen überschaubar. Das gilt in technischer, handwerklicher und finanzieller Hinsicht. Dafür möchte ich an dieser Stelle unseren Ingenieuren, die über Wochen buchstäblich Tag und Nacht gearbeitet haben, im Namen des gesamten Vorstandes meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen. Kurz zu den Lösungen selbst. Beim 2-Liter TDI und beim 1,2-Liter TDI reicht ein Software-Update aus. Beim 1,6-Liter TDI wird vor dem Luftmassenmesser zusätzlich ein sogenannter Strömungsgleichrichter eingesetzt. Dieser erhöht die Messgenauigkeit und optimiert so in Kombination mit einer erneuerten Software die Einspritzmenge, ein Faktor, der erheblichen Einfluss auf die Produktion von Stückoxiden hat. Viel ist über diese von Ihnen und Ihren Kollegen charmant Gitternetzlösung getaufte Maßnahme geschrieben worden. Und immer wieder wurde uns dieselbe Frage gestellt: Warum nicht gleich so, wenn es doch so simpel und obendrein preiswert ist? Die Antwort ist ebenfalls recht einfach. Zum einen war die Technologie noch nicht verfügbar, als der EA189 damals entwickelt wurde. Zum anderen war eine Umrüstung bis vor kurzem kein Thema, weil er gar nicht bekannt war, dass beim EA189 überhaupt etwas im Argen liegt. Nun, da alle Lösungen für Europa auf dem Tisch liegen, gehen wir mit Hochdruck an die Umsetzung. Wir beginnen mit dem Rückruf der volumenstärksten Variante des 2-Liter TDI bereits im nächsten Monat. Voraussichtlich im 2. Quartal startet der Rückruf des 1,2-Liter TDI und für das 3. Quartal ist dann der Start der Umsetzungsphase für die 1,6-Liter Modelle geplant. Sie beginnt als letzte, weil wir einen entsprechenden Vorlauf für das Sourcing und die Produktion der Hardware benötigen. Nach aktueller Planung wird sich die gesamte Aktion über das volle Kalenderjahr 2016 erstrecken. Der Rückruf bedeutet gewiss eine enorme logistische Herausforderung
Unsere Zielsetzung ist es gleichwohl, diese möglichst bis zum Jahresende bewältigen zu können. Übrigens, die Halter der betroffenen Fahrzeuge müssen sich nicht bei uns melden. Sie werden von uns jeweils individuell informiert, wann ihr Wagen sein Update erhält. Meine Damen und Herren, in den USA ist die Situation im Vergleich zu Europa etwas komplizierter. Das hängt unter anderem mit den deutlich strengeren Stickoxidgrenzwerten jenseits des Atlantiks zusammen. Es ist dort schlicht und einfach eine größere technische Herausforderung, die Fahrzeuge so umzurüsten, dass alle gültigen Emissionsgrenzen eingehalten werden. Wir befinden uns in einem ständigen, intensiven Austausch mit den beiden US-Behörden EPA und CARB. Dabei haben wir uns nach unserer Einschätzung in den vergangenen Wochen deutliche Fortschritte gemacht. Ich bitte heute aber um Verständnis, dass wir unsere Lösungskonzepte für Nordamerika erst dann öffentlich vorstellen werden, wenn diese vollständig und final mit den zuständigen Behörden abgestimmt sind. Das gilt für die drei Generationen des von Volkswagen entwickelten TDI, das gilt aber auch für den von Audi entwickelten V6 TDI. Unsere Kunden in den USA und Kanada können sich darauf verlassen. Auch beim V6-Motor werden wir alles daran setzen, die Fahrzeuge mit technischen Lösungen in Ordnung zu bringen, und zwar so rasch wie irgend möglich. Meine Damen und Herren, bei der Abarbeitung der gesamten Emissionsthematik gilt im Konzern ein klarer Grundsatz. Unsere Kunden sollen so wenig wie möglich darunter leiden, und deshalb garantieren wir ihnen, die technischen Lösungen werden selbstverständlich kostenlos umgesetzt. Wir verzichten bei den technischen Lösungen auf jedwede Verjährung. Wir stellen bei Bedarf eine angemessene Ersatzmobilität zur Verfügung, und wir werden unsere Kunden jederzeit transparent informieren. Ich gebe Ihnen mein Wort, Volkswagen wird nicht ruhen, bis wir dieses Thema ein für alle Mal und im Sinne unserer Kunden zufriedenstellend gelöst haben. Meine Damen und Herren, parallel zur Aufklärung und zur Umsetzung optimaler Lösungen für unsere Kunden treiben wir die Neuausrichtung unseres Unternehmens entschlossen voran. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, diese Neuausrichtung wäre früher oder später ohnehin notwendig gewesen. Weil sich das Umfeld für unsere Branche gerade rapide verändert und weil wir auf neue Fragen neue Antworten brauchen. Nun beschleunigen wir diesen Prozess. Wir haben das unter dem Druck der aktuellen Ereignisse, aber auch weil die Bereitschaft zur Veränderung in unserem Unternehmen in diesen Wochen so hoch ist wie vielleicht noch nie. Insofern, so floskelhaft das auch klingen mag, ist diese Krise definitiv auch eine Chance für Volkswagen, und diese Chance werden wir nutzen. Der Wandel, den wir anstreben, ist umfassend. Er betrifft die Struktur des Konzerns, er betrifft die Art und Weise, wie wir denken und handeln, also das, was landläufig als Unternehmenskultur bezeichnet wird, und er betrifft auch die strategischen Ziele, die wir uns für die Zukunft setzen. Heißt das, dass in der Vergangenheit alles schlecht war bei Volkswagen? Nein, das heißt es ganz sicher nicht. Sonst wären unsere Marken und Fahrzeuge nicht auf der ganzen Welt so begehrt, der Zusammenhalt in unserer Belegschaft wäre nicht derselbe und wir wären wirtschaftlich nicht so stark. Aber gerade damit dies alles so bleiben kann, müssen wir uns verändern. Unsere neue Struktur hatten wir in den groben Zügen bereits Ende September vorgestellt. Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass ein Unternehmen unserer Größe, Internationalität und Komplexität nicht mit den Strukturen von gestern gesteuert werden kann. Schon gar nicht in einem Umfeld, das sich so rasant verändert wie das unsere. Neue Technologien, neue Wettbewerber, neue Umweltanforderungen und neue Kundenbedürfnisse, darauf müssen wir Volkswagen noch konsequenter ausrichten. Und ich bin überzeugt,
Wir brauchen dazu vor allem mehr gelebte unternehmerische Verantwortung bei Volkswagen. Deshalb wird der Konzern künftig dezentraler geführt werden. Entscheidungen sollen auf der Ebene fallen, wo sie am sinnvollsten getroffen werden können. In der Politik nennt man dieses Prinzip Subsidiarität und dieses Prinzip machen wir uns zu eigen. Konkret heißt das, unsere Marken und Regionen bekommen mehr Eigenständigkeit und Verantwortung. Der Konzern wird sich nicht weiter intensiv in die Belange operativer Steuerung einmischen. Er konzentriert sich stattdessen auf seine eigentliche Kernaufgabe, das Vorantreiben der großen übergreifenden Zukunftsthemen auf Synergien, Steuerung und Strategie. Das wird auch Auswirkungen darauf haben, wie wir die technologischen Veränderungen angehen, die unser Geschäftsmodell so massiv beeinflussen, vor allem die Elektrifizierung und die digitale Transformation. Mein Anspruch ist es, diesen Entwicklungen nicht hinterherzulaufen, sondern sie maßgeblich mitzugestalten. Und dazu müssen wir aber agiler und flexibler werden und unsere Entscheidungswege beschleunigen. Ein weiteres Ziel des neuen Führungsmodells: Wir müssen schlanker werden und unsere Kosteneffizienz verbessern. Ein Stellhebel dafür ist, dass wir das Synergiepotenzial, das dieser Konzern ohne Zweifel bietet, wirklich heben. Ich sehe hier definitiv noch Luft nach oben. Viele von Ihnen haben sich in den vergangenen Jahren auch gefragt, wie dieser stark gewachsene globale Konzern sinnvoll geführt werden kann. Auch darum geht es mir. Letztlich zielen alle strukturellen Veränderungen darauf ab, die Komplexität in der Steuerung zu verringern und die Führbarkeit von Volkswagen langfristig sicherzustellen. Meine Damen und Herren, mit der anhand der Vorstandsressorts dargestellten Führungsstruktur, die Sie auf dieser Seite sehen, schaffen wir das. Wegfallen werden auf der Ebene des Konzernvorstandes das Vertriebsressort, das bisherige Ressort für Forschung und Entwicklung sowie das Produktionsressort, was natürlich nicht bedeutet, dass diese Aufgaben nicht mehr wahrgenommen werden. Neu hinzu kommt das mit Frau Hohmann-Denhardt exzellent besetzte Ressort Integrität und Recht. Ein klares Zeichen, dass diese Themen gerade nach den jüngsten Erfahrungen für uns zukünftig einen noch viel höheren Stellenwert haben werden. Unsere wichtigste Währung sind nicht Stückzahlen oder operatives Ergebnis. Unsere wichtigste Währung sind Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in unsere Marken, in unsere Produkte und in die Menschen, die in unserem Unternehmen arbeiten. Unethisches und ungesetzliches Verhalten, das haben wir gerade schmerzhaft erfahren, zerstört Vertrauen. So etwas wollen wir nicht noch einmal erleben. Auf der rechten Seite der Grafik sehen Sie die Markengruppen bei Audi und für luxuriöse Sportwagen. Hier führen wir zusammen, was zusammengehört. Wir werden durch eine enge Zusammenarbeit in den Markengruppen mehr Synergien heben. So haben wir das im Bereich Truck & Bus bereits begonnen. China als Region wird wegen der überragenden Bedeutung des Marktes für unser Haus auch zukünftig im Konzernverstand vertreten sein. Ein solches Bild gibt natürlich nur einen groben Überblick. Die Details und Prinzipien dahinter sieht man nicht. Zum Beispiel, was mein eigenes Ressort betrifft, wir reduzieren die Zahl der Direct Reports zum CEO von über 30 auf 19. Das wird dazu führen, dass ich mich stärker auf wesentliche Dinge konzentrieren kann. Dazu gehört insbesondere das Thema Digitalisierung, das somit, wenn Sie so wollen, Chefsache wird. Natürlich mache ich das nicht allein. Wie Sie wissen, haben wir mit Johann Jungwirth einen ausgewiesenen Experten und einen der wenigen Grenzgänger zwischen dem klassischen Autogeschäft und der digitalen Welt im Silicon Valley für uns gewonnen. Solche Grenzgänger brauchen wir, um die digitale Transformation erfolgreich bewältigen zu können. Was man im Strukturchart ebenfalls nur erahnen kann,
ist das Ausmaß der personellen Erneuerung, die dieser Konzern in den vergangenen Monaten erfahren hat und die wir gerade in jüngster Zeit noch einmal forciert haben. Das gilt nicht nur, wie von Herrn Pötsch bereits dargestellt, für den Konzernvorstand, sondern auch für weite Teile des Top-Managements. Die wichtigsten Veränderungen haben wir Ihnen auf dieser Übersicht nochmal zusammengestellt. Ich denke, die Fakten sprechen für sich. Seit Anfang 2015 hat der Konzernvorstand 6 von 10 neue Mitglieder bekommen. 7 unserer Marken haben neue Vorstandsvorsitzende. Und auf der Ebene der Markenvorstände gab es in Summe 12 Neubesetzungen. Und innerhalb meines eigenen Ressorts, das sei noch hinzugefügt, werden 7 Bereiche von neuen Kolleginnen und Kollegen verantwortet. Das Team, mit dem wir die Herausforderungen der kommenden Monate und Jahre angehen wollen, steht also. Im ersten Quartal 2016 werden wir mit dieser Mannschaft die weiteren Einzelheiten der neuen Struktur ausarbeiten, das heißt konkret Prozesse definieren, Gremien besetzen und neu ausrichten, sowie das Verhältnis zwischen dem Konzern und den Marken bzw. Regionen im Detail regeln. Bis Anfang 2017 werden wir den Konzern dann vollständig in die neue Struktur übergeführt haben. Um den notwendigen Wandel zu bewerkstelligen, reicht das jedoch nicht aus. Wir können die besten Köpfe haben und eine großartige Organisation, doch ohne die richtige Haltung und Mentalität läuft das alles ins Leere. Wenn wir über eine neue Denkweise sprechen, dann gilt zunächst einmal festzuhalten, dass der Volkswagen-Konzern viele Stärken hat, auf die wir aufbauen und die wir bewahren wollen. Unser tief verankertes Qualitätsbewusstsein, die Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unseren Fahrzeugen sowie das hohe Maß an sozialer Verantwortung, für das Volkswagen seit jeher steht. Gleichwohl haben sich bei uns teilweise auch Denkweisen eingebürgert, die ich ablehne. Hierarchiedenken, Bereichs- und Markenegoismen, das Verschweigen von Zielkonflikten oder Schwachstellen, das muss definitiv der Vergangenheit angehören. Stattdessen will ich, dass wir offener diskutieren und falls nötig auch in der Sache streiten und dass wir in diesem Konzern besser zusammenarbeiten. Und ich will auch erreichen, dass wir künftig anders, nämlich konstruktiv mit Fehlern umgehen. Jeder muss verinnerlichen, dass Fehler bei uns erlaubt sind, wenn wir sie als Chance zum Lernen begreifen und nutzen. Dazu braucht es bei Volkswagen keine Ja-Sager, sondern Manager und Techniker, die mit guten Argumenten für ihre Überzeugungen und ihre Projekte kämpfen und die unternehmerisch denken und agieren. Mein Plädoyer gilt den Neugierigen, den Unangepassten, den Pionieren, Menschen, die auch einmal ihrem Instinkt folgen und sich nicht allein von den möglichen Konsequenzen eines drohenden Scheiterns leiten lassen. Auch und gerade jetzt. Auf den Punkt gebracht, den Mutigen gehört die Zukunft bei Volkswagen. Wenn Sie so wollen, brauchen wir ein Stück mehr Silicon Valley, gepaart mit der Kompetenz aus Wolfsburg, Ingolstadt, Stuttgart und den anderen Konzernstandorten. Die entscheidende Frage ist natürlich, wie bringt man diesen neuen Geist in einen Konzern mit 600.000 Menschen rund um den Globus? Mein Ansatz ist relativ pragmatisch. Just do it. Erstens, wir als Führungsteam müssen schlicht und ergreifend damit anfangen. Denn nur wenn die neue Offenheit, die neue Fehlerkultur, die neue Bereitschaft zur Kooperation von Vorstand und Management vorgelebt und ermutigt wird, dann kann und wird sich etwas verändern. Und zweitens, wir müssen unser neues Selbstverständnis sichtbar und erlebbar machen im Unternehmen und auch nach außen. Dazu braucht es klare Signale. Es reicht schlicht nicht zu behaupten, dass dieser Konzern die Bodenhaftung behält. Wir müssen es konkret belegen. Und drittens müssen wir neue Strukturen und Plattformen schaffen,
die den offenen und kooperativen Austausch zwischen unseren Mitarbeitern und insbesondere zwischen Mitarbeitern und Führungsebenen gezielt befördern. In den vergangenen 2,5 Monaten haben wir bereits mit einigen ganz konkreten Initiativen und Maßnahmen demonstriert, wohin die Reise geht. Ein Beispiel ist eine neue Open Door Policy. Offene Bürotüren stehen für ein offenes Miteinander. Wir wollen unsere Mitarbeiter ermutigen, es uns gleich zu tun. Meine Tür steht jedenfalls weit offen. Und ein weiteres Beispiel ist die Reform unseres Air-Service. Natürlich braucht ein Konzern wie unserer eine leistungsfähige Flugbereitschaft als Arbeitsmittel. Aber wir verzichten in Zukunft auf einen eigenen Airbus. Die Maschine wird verkauft. Und das geht natürlich auch einher mit der Anzahl von Mitarbeitern, die durch die Welt reisen. Viele unserer Gremien im In- und Ausland waren überbesetzt. Und wenn wir das verschlanken, haben wir auch weniger Bedarf an Flugkapazität. Mehr Bescheidenheit wird es auch bei unseren Messeauftritten geben. Und ich bin sicher, dass uns das gut zu Gesicht steht und dass wir mit unseren Produkten Sie und unsere Kunden trotzdem überzeugen können. Ein weiterer Hebel, wir haben damit begonnen, unsere Gremien deutlich zu entschlacken, und ich werde es nicht zulassen, dass Dutzende hochbezahlter Experten mehr Zeit in Arbeits- und Steuerkreisen verbringen, anstatt gemeinsam mit ihren Teams an wichtigen Projekten vor Ort zu arbeiten. Meine Damen und Herren, ich spüre sehr wohl in der gesamten Mannschaft den Wunsch, wieder uneingeschränkt stolz auf ihr und auf unser Unternehmen sein zu können. Das ist die beste Voraussetzung für echten und vor allem für dauerhaften Wandel, den wir anstreben. Dieser Wandel umfasst, wie gesagt, auch eine Neudefinition unserer Zielsetzung, also unserer Strategie. Mit der Strategie 2018 hatten wir vor 8 Jahren ein starkes Signal gesetzt an die Automobilwelt, aber vor allem auch an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir waren bei wesentlichen Zielen unserer Strategie 2018 auf einem guten Weg, und mit dem Programm Future Tracks wurden bereits wichtige Grundlagen für eine verbesserte Zukunftsfähigkeit und mehr Effizienz gelegt. Auf all dem bauen wir jetzt auf. In einem ersten Schritt haben wir 3 strategische Fokusthemen für den Konzern definiert: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Integrität. Diese werden wir jetzt nach und nach mit Projekten hinterlegen. Wir planen unter anderem eine konzernweite Digitalisierungsoffensive und eine massive Ausweitung unserer Elektroflotte mit 20 zusätzlichen Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen bis 2020. Wir werden Ihnen zeitnah mehr darüber sagen. Sie sehen, wir richten Volkswagen jetzt strategisch und technologisch neu aus. Wir freuen uns, dass wir für diese Aufgabe mit Thomas Sedran, einen der profiliertesten Automanager, gewonnen haben. Er wird den Strategieprozess federführend vorantreiben. Wenn wir, wie angekündigt, Mitte 2016 unsere neue Strategie 2025 vorstellen, dann werden Sie darin zum Beispiel Antworten finden auf die Fragen, wie wir das Produktportfolio unserer Marken noch zukunftsfähiger und profitabler machen werden, wie wir unseren Umsatz außerhalb des aktuellen Kerngeschäfts signifikant steigern können, zum Beispiel durch intelligente Mobilitätsdienstleistungen, wie wir die Potenziale der Digitalisierung besser nutzen können als die bestehenden und auch die neuen Wettbewerber, wie wir unsere Kunden früher als andere Hersteller autonomes Fahren auf breiter Front anbieten und wie wir unter anderem durch die angesprochene Elektrooffensive sowie durch eine Integration der Nachhaltigkeitsthemen in Strategie und Kerngeschäft unsere angeschlagene Reputation in Sachen Nachhaltigkeit wiederherstellen können. Sie sehen, dass wir unseren Führungsanspruch in unserer Branche nicht aufgeben. Wir definieren ihn jetzt anders. Unser Ziel ist es, die Zukunft der Mobilität mutig und entschlossen mitzugestalten. Um das zu erreichen,
werden wir uns mächtig strecken müssen, aber wir haben allemal das Potenzial dazu. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss kurz zusammenfassen, wo wir auf dem Weg zur Bewältigung der aktuellen Situation und der Erneuerung von Volkswagen stehen. Wir arbeiten intensiv an allen 5 Punkten, die wir uns gesetzt haben, und kommen dabei gut voran. Bei Punkt 1, also den von der Emissionsthematik betroffenen Kunden möglichst schnell zu helfen, sind wir weit fortgeschritten. Die technischen Lösungen liegen zumindest für Europa und damit für den allergrößten Teil der betroffenen Fahrzeuge vor. Ihre Umsetzung beginnt in wenigen Wochen. Die Aufklärung, Punkt 2 auf der Liste, schreitet ebenfalls voran. Und wir haben bereits weitreichende Konsequenzen für die Zukunft gezogen. Aber die Aufklärung wird noch Zeit brauchen. Der Blick auf vergleichbare Fälle in anderen Unternehmen zeigt im Übrigen, dass wir hier im normalen zeitlichen Rahmen liegen. Auch beim dritten Punkt der Umsetzung der neuen Struktur geben wir Gas. Die Mannschaft, mit der wir in die Zukunft gehen, steht. Gremien und Prozesse folgen in den nächsten Monaten. Eine neue Denkweise fest zu etablieren, das wird etwas länger dauern. Da machen wir uns nichts vor, aber wir verlieren auch hier keine Zeit. Und was mich besonders freut, ich spüre in vielen Gesprächen und in Situationen im Alltag, dass die Menschen bei Volkswagen die Chancen ergreifen, die mit der neuen Denkweise verbunden sind, und dass sie diesen Weg aktiv mitgehen. Und die Arbeit am fünften und letzten Punkt der Strategie 2025 wird in den nächsten 6 Monaten abgeschlossen. Ich bin zuversichtlich, dass wir Ihnen dann ein sehr überzeugendes Konzept vorlegen werden. Parallel zu all diesen Aufgaben kümmern wir uns natürlich aktiv und intensiv um das Tagesgeschäft, eine in diesen Tagen noch deutlich anspruchsvollere Aufgabe als sonst. Wo steht der Volkswagen-Konzern wirtschaftlich heute? Naturgemäß wird viel darüber geschrieben und auch spekuliert, welche Auswirkungen die jüngsten Geschehnisse auf unser Geschäft bereits haben bzw. noch haben könnten. Und auch wir beobachten das mit Argusaugen, wie Sie sich vorstellen können. Die große Frage lautet, wie unsere Kunden reagieren. Dass ein Skandal dieses Ausmaßes nicht ohne Folgen bleibt, ist klar. Die Erfahrung aus vergleichbaren Fällen zeigt aber auch, dass sich die Auslieferungen auch nach schweren Krisen relativ rasch wieder erholen, wenn, und das ist entscheidend, wenn ein der Situation angemessenes Kundenbeziehungsmanagement gelebt wird. Wir tun alles Menschenmögliche, um das zu garantieren und die Auswirkungen auf diese Weise zu begrenzen. Bisher, so der positive Befund, hat sich der von manchen befürchtete große Einbruch nicht realisiert. Unser operatives Geschäft läuft weiterhin im Rahmen der Erwartungen. Wir sehen daher auch heute, 2,5 Monate nach Ausbruch der Krise, keine Veranlassung, von der Ende Oktober angepassten Jahresprognose 2015 abzurücken. Gleichwohl ist das Bild mit Blick auf die Märkte und Marken sehr heterogen. Insgesamt ist die Lage zwar nicht dramatisch, aber wie zu erwarten angespannt. Um es klar zu sagen, wir kämpfen um jeden Kunden und um jedes Auto. Die Vertriebsverantwortlichen der Marken haben Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Lage zu stabilisieren. Wenn uns das gelingt, und ich bin da vorsichtig optimistisch, dann werden sich auch die Auswirkungen auf unsere Produktion in Grenzen halten. Sollte das jedoch trotz aller Anstrengungen nicht der Fall sein, sind wir jederzeit in der Lage, darauf angemessen zu reagieren. Bei den Investitionen haben wir das, wie Sie wissen, in einem ersten Schritt bereits getan. Wir reduzieren die Sachinvestitionen für 2016 auf maximal 12 Milliarden Euro. Das ist 1 Milliarde weniger als im Jahresdurchschnitt des vergangenen Planungszeitraums. Gleichzeitig haben wir den Planungshorizont auf 1 Jahr verkürzt. Wir fahren also auf Sicht. Fest steht aber schon, dass wir all das streichen oder verschieben werden, was jetzt nicht zwingend notwendig ist. Aber fest steht auch,
dass wir uns auf keinen Fall auf Kosten der Zukunft kaputt sparen. Wir halten das Geld auch deshalb zusammen, weil wir bisher nicht final abschätzen können, welche finanziellen Folgen sich noch ergeben. Eine gewisse Vorsorge haben wir, wie Sie wissen, bereits getroffen. Zum Glück verfügt Volkswagen über eine mehr als solide finanzielle Basis. Zudem haben wir uns zusätzliche Kreditlinien gesichert, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Erfreulicherweise hat sich in den Gesprächen darüber gezeigt, dass Volkswagens guter Ruf am Kapitalmarkt weiter intakt ist. Ermutigend ist auch die jüngste Entwicklung unseres Aktienkurses, der sich seit dem Tiefstand kurz nach Ausbruch der Krise in den vergangenen 2 Monaten um rund 40% erholt hat. Wir werten das als Indiz dafür, dass das Vertrauen der Investoren wieder wächst. Man traut uns offenbar zu, dass wir die Lage im Griff haben und diese Situation aus eigener Kraft bewältigen können. Es wird Sie nicht überraschen, dass wir das genauso sehen. Meine Damen und Herren, so ernst die aktuelle Situation auch ist, dieses Unternehmen wird nicht daran zerbrechen. Wir haben vielmehr eine klare Mission. Wir werden ein neues, ein besseres, ein stärkeres Volkswagen schaffen. Ein Unternehmen, dem auf Basis seiner Stärken die Transformation in die neue automobile Welt gelingen wird. Ein Unternehmen, das jetzt neue Kräfte freisetzt und sein immenses Potenzial noch besser ausschöpft. Und nicht zuletzt ein Unternehmen, das auf dem Fundament klarer Werte nachhaltig erfolgreich sein wird. Damit danke ich Ihnen zunächst für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Pötsch und ich freuen uns jetzt auf Ihre Fragen.